Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, aus dem Kurzurlaub wird jetzt ein Arbeitseinsatz auf der Talbach. Das Feedback vom Video war ganz cool, da dachte ich mir, ja klar, warum nicht? Also, Schritt 1, wie ich das jetzt im Prinzip, ist ein bisschen düster, vielleicht können wir mal das Licht anschalten, wie ich das bei der Map-Begehung schon erwähnt hatte, ist die Felder so gepruppert und wir können aussehen. Habe ich mir jetzt hier schon auf den Hof gestellt, deshalb fangen wir einfach mal direkt damit an. Alles hier für diese Art vorzubereiten. Die IC Control kann ich natürlich nur benutzen, wenn der HUD eingeblendet ist. So, wir haben verbaut alle More Realistic Scripts, wir haben verbaut, wie ihr seht, das Gearbox Add-on, wir haben Season Mod drin, wir haben eigentlich alles Mögliche drin. Oh, 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 oh. Das sollte hier natürlich nicht passieren. Das heißt, im realistischen Spielspaß sind hier erstmal soweit nur wenig Grenzen gesetzt, sage ich einfach mal. Also schauen wir mal, wohin uns das führt. So, hier senken wir das Ganze mal ab. Low bedeutet hier, also das wäre jetzt hier bei mir auf dem G25, halte ich den ersten Gang, habe ich ein Low-Segment bis 17,6 km/h und zweiter Gang bei High-Segment für bis zu 42 km/h, das sind so auf der Straße und so. Aber uns reicht jetzt hier natürlich auf dem Hof das Low-Segment. Weil so schnell wollen wir jetzt hier sowieso nicht unterwegs sein. Und dann versuchen wir mal, dass wir hier so einen Sack gegriffen bekommen. Da sind das sieht gut aus. Das sind 800 Liter. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die Sämaschine, die leben können, die ich da habe, fast auch nur 800. Braucht natürlich fürs Feld ein bisschen mehr, deshalb müssen wir dann mal noch ein, zwei Sachen machen. Zurück. Für dich habe ich einen anderen Plan. Leck's mir am Arsch, ey.
Prignitz-Agra ist nun schon dazu 2 Monate aber gleich dabei. Erstmal fahren wir hier das ganze Gespann mal kurz aus dem Weg. Zip. Ach, dieser hat immer dieser hat. Mit Gearbox Add-on, also unterstützt das. Da haben wir hier ein Heavy Duty, also erster Gang wäre hier Heavy Duty, bedeutet bis 28 km hohe Drehzahl für Feldarbeiten und dann einen Transportmodus bis 53 km/h, was wie es der Name eben schon sagt, ne? Transportmodus. Dadurch, dass ich jetzt hier permanent hin und her switchen muss, obwohl muss ich nicht, kann ich ihn halt auch ausblenden. Und zwar werden wir jetzt hier alle möglichen Reste. Was heißt alle möglichen Reste? Erstmal sollte ich vielleicht auf mein Farmer-Tablet gucken. Wichtig erstmal zu wissen, ich möchte anfangen mit dem Feld 5 hier hinten. Feld 5 müssen wir uns hier mal auswählen. Und Saatgutverbrauch für Weizen wären 879 Liter. Okay. 3,82 Hektar. Dann überfülle ich vorsichtshalber mal noch einen weiteren Sack nach dem hier. Das sind dann 800 Liter nochmal zusätzlich. Das dürfte ja dann theoretisch mehr als genug sein. Wir werden sehen. Ich lasse mich da gern überraschen. Nicht so viel Laber, wie das vielleicht manchmal der Fall ist, dann liegt das wirklich daran, dass ich mich hier konzentrieren muss, alles ordentlich zu machen. Dass wir hier nicht unsere kostbare Fracht quer über den Hof verteilen. Sehr schön. Ja gut, Freunde, dann kann es jetzt zum Feld gehen. Wir machen hier mal, bevor uns
ganze Saatgut um die Ohren fliegt, die Plane wieder drauf. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren der Schöpfung. Ich wünsche euch einen... Oh, war das hier heller? Nee. Das bin nur ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und fit. Ich bedanke mich schon mal bei Prignitz Agrar, bevor ich es vergesse. Dankeschön für deinen zweiten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Heute geht's weiter, Gemeinde Rade. Quatsch. Heute geht's weiter auf der Landersum. Okay, muss erstmal aus dem Gehirn gelöscht werden. Oh, das ist aber leise. Wieso ist das so? Wieso ist das so leise? Merkwürdig, Kashibu, dankeschön für dein 24. Monat. 2 Jahre, Mann. 2 Jahre, Kashibu. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vor allem der 24. fortlaufende Monat. Völlig krank. Ritterfuchs und Lukas Tag, moin. Herzlich willkommen auf dem Channel. Schade, die Rade war echt nice. Miguel, tut mir leid. Das tut mir leid. Aber wir sind jung, wir brauchen den Platz. Wir brauchen vierfach. Martens, Abend, Radriano. Guten Abend. Irgendwie wusstest du das, Satoru. Ja, ist ja wie es ist. Du hast im Vierfachsegment einfach nicht viel Auswahl. Einen schönen guten Abend, Shooter. Black Knight 554. Wunderschönen guten Tag. Grüße hier bei mir auf dem Channel. Tobst heute ein bisschen später. Klavierbeetle, du bist hier bei mir, Agrable. Also, auch wenn Tobsen, wenn ich Tobsen ganz toll lieb habe und es ein LUWZ-Mitglied ist, ich bin nicht Tobsen. Du, keine Ahnung. Wir sind hier bei mir. Da musst du Tobsen fragen. Das Safe Game wird es nicht zum Download geben, weil wir die Karte angepasst haben. Es macht also wieder keinen Sinn. Es ist das gleiche Spiel wie auf der Rade. Deshalb, Safe Games gehen bei uns prinzipiell nicht raus. Das haben wir nur am Anfang gemacht, wo halt alles noch Vanilla war, wo du das noch machen konntest. Einen schönen guten Abend, Krusty. Büffel, moin. Und ein Namensvetter Felix, grüße dich. Lenny Simgame, moin. So, wir gehen mal bei die Jungs hier bei. Benchmark, Performance Test. Ja, moin. Map Bench, das ist eine gute Idee, das sollte ich... Soll ich dann auch gleich tun? Ich sehe mal zu, dass ich sehr pünktlich auf den Server komme, ne? Ja, ich habe mich schon gewundert, was ist los, Mann? Pünktlich wie eh und je. Nee, gerade einmal zu Ende erzählen für Adrian noch. Also ich habe eben gerade diesen Test gemacht, habe das einmal durchlaufen lassen. Das habe ich wiederum gestern Abend nicht gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, es war gestern Abend insgesamt halt total buggy. Irgendwas war wirklich sehr, sehr komisch. Ich hatte da zum Anfang diese Schwierigkeiten mit diesem, ne? Also, du musst dir so vorstellen, du bist losgefahren, das Mähwerk hinten ist quasi auf dem Boden stehen geblieben, der Traktor ist nach vorne gefahren, aber die Attacher haben sich langgezogen wie ein Gummiband. Ja, ja, also die, okay. Ja, und vorne, das Mähwerk ist halt stehen geblieben und da bin ich halt drüber gefahren oder durchgefahren. Ne? Und an der Stelle ist auch der komplette Boden zerstört. Ja, und dann haben wir ja hin und her probiert. Ich habe dann ja irgendwann das Ding da deaktiviert und dann ging es halt, ne? Aber also trotzdem jetzt, halt sehr geleckt. Jetzt, ich habe ja jetzt heute schon viel Stunden darauf verbracht. Moinsen, Karel. Karel, habe ich das richtig gesagt? Ja. Alles check? Jo. Arbeiter 2009. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ich wünsche euch was. Kramer, guten Abend. Wie geht es dir denn? Wie geht es denn? Ja, die Stimme noch etwas belegt, aber wieder auf dem Aufschwung. Ich mach die Jungs mal noch kurz ein bisschen leiser. Ein bisschen freue mich auf Sonntag, Videobüro. Wird Bombe, oder? Ah, Klavierbeetle, ich hab richtig Bock. Es dauert halt noch. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich hab übelsten Spaß gehabt, so ein Video zu produzieren. Ja. Ja, also einer wird irgendwie, ich denke mal. Also ich hoffe, es wird geil.
fahren. Den Felix in voller Pracht. Sozusagen. Und einer müsste drin. Na, ein bisschen nur. Aber es wird cool. Da es wird cool. Reibsplan, moin. Drescht ihr hier so mit GPS-Kurs oder wie drescht ihr? Ja, wenn es sich anbietet, auf jeden Fall. Also habt ja. Habt ihr denn da schon Dinger erstellt? Für nee, die Felder, wir haben Dienstag auf der Karte angefangen. Wir haben noch Ach nicht so. Einen Kurs. Das ist alles ganz fresh. Genau, fresh. Komplett fresh. Saget mal, kommt ihr drauf auf den Server? Ja, ich bin drauf. Ich bin auch am Runterladen. Mhm. Ein kräftiges Glück auf in die Runde. Ja, da ist er. Na, wenn. Ah, die Sonne geht auf. Moin. Na, ihr Schnuggis, ich hab extra einen frischen Schlüppi eingezogen. Kann losgehen. Oh. Ich werd schon ganz hibbelig. So. Keine 30 Sekunden hier drin und schon schlüpfrig. Unglaublich. Ich war's nicht. Aktionskontrolle anschalten. So, was ja. Muss ich machen? Wie geht denn das? Anfänger oder was? Ja, sowieso. Immer. Wie kam der Name Agrarplay? Das war eigentlich mehr oder minder nur wie so ein Arbeitstitel. Ich habe überlegt, scheiße, ich kann es nicht nennen. Und zu der Zeit halt LS gespielt, also Agrar und gespielt, Play. Das war's. Nee, LU Münsterland. Das wäre, glaube ich, so eure Anlaufstelle heute, ja. LU Münsterland. Besser. Ich darf dreschen, haben sie gesagt, Chris. Haben sie gesagt? Ja. Chris, du darfst auch gerne dreschen, wenn du möchtest. Irgendwie haben wir gesagt, ihr müsst euch drum schlagen. Einer fährt Silagewagen und einer muss dreschen. Komm, schlage ich nicht, das geht wieder die ganze Nacht. Das mache ich nicht. Gerade entschieden worden. Ja. Das heißt, wer als erstes drinnen sitzt, ne? Tittim. Nö. Ich sag jetzt Girovets. Hm? Okay, ich steig wieder aus. Ich bin draußen, komm, ist okay. Was, ihr wollt euch drum schlagen, wer Drescher fährt? Nee, das dauert die ganze Nacht, das machen wir, ne? Kram halt gerade das Zauberwort Girovets gesagt, deswegen bin ich wieder ausgestiegen. Ist mir aufgefallen. Sowas gibt's hier nicht. Sowas haben wir hier nicht. Ja, aber wir wollen's ja haben, deswegen tankt am Kramer, deswegen. Ja, schwierig. So. Ja, was soll ich euch sagen? Nicht, ich finde den Server nicht mehr. Ich war da heute 500 Stunden drauf, jetzt finde ich ihn nicht mehr. Ja, dann. Er hat mir doch auch aber angezeigt, dass du drauf bist, als ich gestartet habe. Komisch. Da musst du mal wieder hier Crossplay an, Crossplay aus, die ganze Scheiße immer. Ja. Ich hab das Spiel jetzt einmal nochmal neu gestartet. Ja. On-off ist immer eine gute Idee. Da ist er. Aha, on-off, siehst du. On-off. Wie geht's? Haben sie schon mal versucht? Oh, Moment, Glocken. Ah ja. Das muss ich bei mir auch noch einfügen irgendwie. Na, das sind ja nur Calimeros Glocken. Also. Ja, ich weiß. Von mir aus auch wortwörtlich. Die klingen halt so. Ja, ich soll fragen, wie es dem Team geht. Wie geht's euch allen? Wunderbar. Herrlich. Ach, schön. Oh, was ist denn jetzt noch an dem Server verändert, Alter? Jetzt. Hm? Ja? Gut drauf, vorhin noch einen schönen Twitch-Stream geguckt. Seitdem geht's mir blind. Ach, der Krone ist noch gekommen. Ey, ja, komm ja, aber heute im Minutentakt kommt hier. Ach. Ja, hm. Wir sind auf Mods gekommen heute. Ja, heute. Nee, heute ist fast gar nichts passiert. Heute fast gar nichts. Nada. Was denn hier? Ich muss mal eben das hier machen. Grill? Jetzt erklären wir doch mal, wie hier wo gespannt steht und wie wir das machen. Ja, hallo, warte doch mal. Ja, entspann dich doch mal. Ach so, stimmt, bei euch ist ja ruhig. Mensch, wir brauchen ein bisschen. Da ist ein Grill. Dommel, ja, danke schön für deine 4 Monate, Mann. Da treffen wir uns jetzt erstmal alle. Sekunden, Chat. Echt? Tatsächlich? Oder nicht? Ja, von mir aus. War das nicht so der. Wenn das so ist. Ja, unser Auto steht nicht mehr dort, aber das können wir machen. Dann können wir uns einmal bequatschen und dann geht das los. Ich brauch noch ein Mühe. Ja, das ist in Ordnung. Oder oh nee. Meine Mitbewohner blockieren das Netz.
Oh, Alter, oh nee. Manche sagen auch Kinder dazu. Nee, das sind Hooligans. Hooligans, also. Ja, was ist das denn da? Ich hab jetzt tatsächlich, ach nee, das ist eine andere Halle, ne? Ich hab die Halle auf und zu gekriegt, ne? Echt? Ich werd verrückt, Alter. Beim ersten, ich probier noch ein Tor, warte mal. Sibio, moin, Matze, moin. Leck mich am Arsch. Geht nicht zu. Ey, ich muss nochmal alles von dem Server runterladen, ey. Das ist. Ja. Das ist so zum Kunden. Die Empfehlung. Ich hab das vorhin gemacht. Okay, und es geht trotzdem nicht? Nein, es geht natürlich trotzdem nicht. Ich hasse es. Ich hoffe, dass ich das nicht nochmal machen muss, weil das dauert 25 Minuten. Nee, wenn du das. Ach, Scheiße. Nee, du nicht. Du nicht. Du nicht. 25 Minuten. Ja, ich habe hier gerade bloß irgendwie 1,5 MB pro Sekunde. Warum auch immer. Aha. Ich glaube, wenn ich den Meter gespannt ausdrück, dann bin ich wahrscheinlich schneller. Ja, mach. Das klingt dann nach einem Plan. Wempel ist morgen. Noch gleich zwei Hooligans neben ihm. Das stimmt. Direkt. Einen schönen guten Abend allerseits. Hallo Tobi! Moin Tobi! Hallo! Chris, mein lieber Kramer, grüß euch. Guten. Hast du wieder an deinen Soundeinstellungen geschraubt? Ich hab's auch gerade gedacht, es wird immer tiefer und lauter, krass. Oh, Alter, der schaut einen hier an, ey. Echt? Nichts verändert. Also Tobi, ich kann dich beruhigen, bei mir klingst du wie immer. Echt? Danke. Vielleicht solltet ihr mal in euren Soundeinstellungen nachschauen. Beim letzten Mal war es ja tatsächlich so, dass da Windoof wieder was rumgezickt hat. Ah, du, alles gut. Ich habe dich jetzt wieder auf 70% runtergeregelt bei den anderen Tasten. Perfekt. Wenn du nachher zu leise bist, ich nach bin Neustart. Immer noch im Schlafzimmer. Ja, tatsächlich, hier ist ein Grill, ich weiß es nicht. Schrei. Ah. Oder du schreist. Aber der Zapfhahn fehlt irgendwie, oder? Nee, soll ja auch noch arbeiten. Ja, muss ja arbeiten, ne? Ich wollte gerade sagen. Also, hier wird doch nicht getrunken. Ja, stimmt, hast recht. Entschuldigung. Ja. Ist auch kein Wunder, dass du gegen Züge fährst. Im Übrigen werde ich unverschämterweise immer getaggt bei deinen Missetaten. Der Anwalt ist eingeschaltet. Das habe ich von dir, seitdem ich bei dir das erste Mal irgendwie geguckt habe, fahr ich gegen Züge. Das ist irgendwie ist das übergeschwappt. Ja, natürlich. Muss man aufpassen. So, nochmal einen zweiten Versuch machen. Ich möchte unverschämtweise auch sagen, ich denke eher, dass die Züge gegen mich fahren. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass Züge sind nicht nett. Nee, ja. Das ist wirklich doof, ne? So ein Ding ist das. So ein Ding ist das nämlich. So, jetzt aber dann gleich mal hier. Ja. Schön wär's, dann könnten wir anfangen. Jogi, moin. Ja. Schauen wir sind mal. Wir nicht komplett? Fang doch einfach an, ich mach's selber. Na, wir warten jetzt. Ja, weil der schon wieder drängelt, der alte Mann. Naja. Dabei ist es 3:00. 3. Welcher jetzt? Welcher alte Press. Mann? 3. Ich wollte es nicht sagen. Der echt durch die Waldra-Hase. Ja. Der aller echte Waldra-Hase. Diggi, unser Häschen. So, ich eile. Vielen guten Abend, meine Liebe. Ja, ich mach's uns auch schon mal los. Ich muss nochmal zum Shop. Wie zum Shop? Ja, nee, jetzt wartest du auch. Ja, gut, ich warte. Geht ja nicht. Mein bestelltes Gewicht ist doch jetzt endlich da. Der Kollege, der ist schon bei 60%, der ist doch gleich da. Ach so. Ja, ich schätze mal so gegen 7:45. Das wäre krass. Das wäre schnell, dass ich zurückreisen würde. 9:00. Habe ich doch 9 gesagt. 9:00. Ey, wieso sind die Alerts heute, warum ist das heute so leise? Pelisaria, Mann, dankeschön für den 11. Monat. Ich weiß nicht, warum das so. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier schon wieder ist. Echt nicht. Ja. Aber ist er da? Jaha. Bin ja schon da.
Oh, die ganzen Namen wieder. Ich muss das auch wieder ausblenden. Das ist furchtbar. So, moin. Der allerechteste Waldra-Hase. Adrian, Chris, Tobi und Kramer kommt noch. Ich begrüße euch. Ja, wir haben heute zwei Dudes wieder am Start, weil wir die Hilfe einfach brauchen von echten Profis. Ja. So ein Ding ist das. Ja. Und das, okay. Okay. Diese kleine. Wird da jemand rot? Außerdem, wer ist gerade rot? Also, egal. Heute macht man die Arbeitseinteilung der Dirk. Der Dirk hat sich dann nämlich drum gekümmert. Feiner Echt? Kerl. Während Adrian heute wieder einen Auftrag nach dem anderen abklappern musste. Der arme Junge. Und ich gar nichts gemacht habe, hat der Rest heute gearbeitet. So. Ja, normal, normal, normal. Also bei den Dudes oder für die Dudes haben wir uns gedacht, ihr steigt heute mal sozusagen in Vertretung beim LU mit ein. Da sind ja immer mal Plätze frei. Ihr nehmt euch einfach sozusagen das, was gerade frei ist. Und einmal ist es ein Drescher, Gerste dreschen angesagt. Das könnte einer machen und der andere wäre ganz nett, wenn der Gras mit dem Ladewagen reinholt. Da müsst ihr euch halt entscheiden, wer was machen will. Naja, das hat es ja schon geklärt. Habt ihr schon geklärt? Naja, es wurde geklärt. Wir machen halbe, halbe. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind das die beiden Aufgaben, die für euch so ein bisschen anstehen. Und Felix macht mal dies, mal das. Nein, der wollte auf jeden Fall erstmal wenden. Ich muss. Gras wenden. Mhm. Ich habe gestern schon ein bisschen Rasen gemäht, also ist einiges vorbereitet an Fläche, wo ihr schon weitermachen könnt mit Wenden. Und Tobi wollte auch dreschen. Wir haben einen zweiten Drescher noch. Da ist Tobi auch letztes Mal am Dienstag bei angefangen. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube die 9 war das, ne? Genau, die 9. Da macht Tobsen weiter. Der andere Drescher steht dann auf der 84. Ja, Adrian fährt mit einem Du zusammen sozusagen Grasvillage ein. Und ich werde mit Aufbereiter direkt mähen und in Schwad legen, so dass ihr direkt hinter mir herfahren könnt und sammeln könnt. Genau. Das machen wir aus folgendem Grund, damit wir schnellstmöglich erstmal wenigstens ein bisschen Silage, also Grassilage haben, um für die Tiere Futter zu haben. Weil wir haben ja schon Tiere, aber im Moment noch tatsächlich gar nichts. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Schlaf gut. Riven, Dankeschön für deine 5 Monate. Ich weiß nicht, warum das heute so leise ist. So der Plan. Tut mir echt leid. Die Jungs müssten dann halt nur irgendwie sich ein Fahrsilo aussuchen und da dann immer fleißig rein. Genau, also ballern. Der Kram muss zur Nummer 16 auf der Karte. Das ist so ein bisschen links unten. Ihr seht das ja schon, wo die ganzen Fahrzeug-Icons sind. Am besten hinter Adrian erstmal herfahren. Ja, Adrian wird das anführen. Ja. Ich weiß Bescheid. Genau. Vorbereitet zum Wenden ist die 182. Da ist Felix ja auch letztes Mal schon angefangen. Da bin ich gerade am Wenden. Genau. Dann habe ich Rasen gemäht auf der 157 und auf der 158. Das heißt, die können auch direkt gewendet werden. Und ich glaube, wenn wir von den drei Flächen erstmal Heu gemacht haben, ist das auch erstmal ein guter Start. Ach, hier da werden wir bestimmt so 250 Ballen bestimmt insgesamt runterkriegen. Okay, zwei Fragen. Warte. Und die 147 würde ich jetzt gleich starten zum Gras, für die Grassilage. Okay. 147. Da liegt dann also Schwad. Da würde ich jetzt gleich starten und würde dann direkt mit Aufbereiter, dass es angewelkt ist, und in Schwad legen. Eine Frage habe ich. Bitte, du hast dich nicht gemeldet. Entschuldigung, ich melde mich jetzt hier. Hand ist oben. Wo muss es denn hin? In welches Silo? Wir können ja mal gemeinschaftlich gucken. Gute Idee. Genau. Na, dann gucken wir gemeinschaftlich. Dann gucken also, wir doch mal. Auf die 16 Hof. Ich hab in noch eins von diesen beiden. Achso, ja. Ich habe noch eine Frage. Die Flächen, die du jetzt hier hofnah gemacht hast, oder die Fläche, das wird das Heu oder Grassilage? Das hatte ich jetzt nicht mehr genau im Blick. Heu, gut. Heu, alles Heu.
Habt ihr das Problem manchmal auch, dass ihr in den Traktor einspringt und nicht mehr rausgehen könnt? Nee. 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 Ich zeig kurzen. Ach so. Nee. Das heißt, ich bin also du bist jetzt irgendwo drin und kommst nicht mehr raus. Genau. Ein Tappenmesser hier aus. Ja. Geht auch nicht Tappen aus. Also wenn ich jetzt auf ein Gebäude gehe und reinspringe. Ach, das geht auch geht nicht. Hast du Error, Lure, irgendwas? Ja, nix. Doch, hier habe ich ein Error, Lure, Method Packed Received. Von? Nicht. Ja, das Skript Vehicle, Vehicle Lure, Attention Null. Nee. Ist ja wild. Ich weiß nicht. Big Mac, vielen lieben Dank für deinen vierten Monat. Dankeschön. Ist nicht am Server und auch nicht an Mods. Komisch. Naja, ich geh nochmal runter. So schlimm ist es ja. Nee, ja, also in eins von diesen beiden Silos, würde ich jetzt sagen, ja, fahrt ihr das Zeug rein. Genau. Schaut euch eins aus. Theoretisch könnte man auch die zwei dort hinten auch nehmen. Aber die vorderen geht, also ist eigentlich echt scheißegal. Ist eigentlich egal, sucht euch eins aus. Ja. Auch, Hauptsache bitte nicht in alle vier einen rein, sondern immer schön in eins. Sind beide stallnah. Frage. Jo, heraus. Okay. Das erste Gras, das wir jetzt einfahren, macht das Sinn, das eventuell gleich zu verfüttern? Oder macht das keinen Sinn? Ich denke, wenn das Animal Grazing funktioniert, brauchen wir das nicht das als Gras da reinfahren. Das geht ja nur in einem Stall, weil logischerweise nur ein Stall eine Weide hat. Genau, und nur der zu deiner Linken hat Animal Grazing, der rechte nicht. Dann müsst ihr aber, beziehungsweise das weiß ich jetzt nicht genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du Gras reinfahren willst, dann wirst du wahrscheinlich den ersten Wagen dann von der 157 oder 158 nehmen, wo es noch nicht gewendet ist. Okay. Denn wenn ich die 147 gleich mähe, angewelkt, dann werde ich sie ja in dem Zustand angewelkt liegen lassen, damit es siliert werden kann. Nein, die dann ist es aber, glaube ich, kein richtiges Gras mehr. Nee, warte mal, muss das nicht angewelkt sein? Also es muss direkt, also es darf nicht angewelkt sein, so rum. Dann ist es Gras, wenn es nicht angewelkt ist. Es muss ganz fresh sein und nur das geht ja bei den Viechern rein, ne? Das weiß ich eben nicht genau. Ich weiß sollte nur, so das habe ich nachgelesen, für Silage können wir Gras nur verwenden, wenn es angewelkt ist. Ja, genau. Ja, und Gras frisch müsste dann für die Direktfütterung quasi nicht angewelkt sein. Also Squeep schreibt, Frischgras oder aufbereitet kann man verfüttern. Ja, okay. Gut, dann geht wahrscheinlich beides. Dann schmeißt doch einmal schon mal einen Anhänger von mir aus rein. Okay, also quasi Hälfte, Hälfte mal in die Stelle rein, dass sie was haben. Also Squeep nochmal, man kann angewelkt auch verfüttern? Fragezeichen, es ging jetzt nicht um Silieren. Wir wollen frisches Gras. Geht beides ins Silo, schreibt auch der Corvino. Okay, danke. Ja, theoretisch kann ich dann auch ein bisschen was von der Heufläche, die ich habe, mal einen Rand mir noch zurecht schwaden. Ich schwade das dann sowieso noch. Und da mal was wegnehmen. Und dann ist vielleicht, ich weiß, ihr habt den im 19er schon gehasst, aber dieses italienische Ding mit einem vorgelagerten Mähwerk, macht es dann vielleicht doch Sinn? Oh, den hatten wir auf der NVP und das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt im 22er ist, muss ich dazu sagen. Aber diesmal sollte es ja easier funktionieren, weil das ja über GlobalScript gelöst ist. Also ich meine, es würde uns einen Arbeitsschritt halt nehmen. Es ist italienisch, ja, es passt vielleicht nicht, ja. Aber nur mal so offen, nur mal zum, lasst es mal auf euch wirken, 2-3 Stunden, nur mal. Ich würde Folgendes vorschlagen. Dirk, du machst jetzt mal irgendwo eine Bahn Frischgras. Oder liegt irgendwo eine Schwart Frischgras? Wart nicht. Du kannst es aber auch so einsammeln. Wenn du auch über die 157 fährst, da liegt es ja frisch. Das ist halt nur nicht im Schwad. Da suchst du dir halt eine Stelle aus, fährst rüber und sammelst was ein und probierst es aus. Ich würde jetzt einfach schon auf die 147 fahren und schon mal anfangen. Und da würde ich dann halt mit Aufbereiter und in Schwad legen. Mhm. Gut, also ich wende jetzt die 182 noch, also bereite die auf. Theoretisch könnte ich hier auch noch einmal durch die Mitte durchziehen, ne? Weil das liegt noch frisch. Es ist eigentlich scheißegal, macht auch, was ihr wollt, ich mach meine Frische. Könnt ihr auch. Wie ihr wollt. Jörg, das ist doch dein Moped hier, ne? Da fängt 933. Das ist meiner. 30. Nee, deiner. Das ist nicht meiner. Okay, den nehme ich quasi nicht. So ist das. Du kannst dir hier irgendwie sowas nehmen. 6R hier. Nee! Von Finger weg da.
Von Lona, ne? Oder nicht? Vom Chef hier. Vom Lona, bitte. Ach so, vom Lona. Ja, dann hol dir was vom Lona. Lona ist Orange. Genau, Lona ist Orange, ist die, was ist das hier? Ja, alles, was orange ist. Da sind wir heute stringent. Ja, so ist okay. Ist okay. Ihr seid gut. Ja nicht zum Spaß hier. Ja, ja, nee, ist richtig, ist richtig. Alle in Lohn und Brot, dann hau ich ab. Alles klar, Kevin. Sieh. Wiedersehen. Wiedersehen. So, also ich melde mich dann auch wieder zu Wort, wenn ich mit meiner Fläche durch bin. Fläche durch. Naja, ich wende jetzt die eine Fläche hier bei unserem Hof direkt. Ja. Wollen wir für heute nochmal aufschreiben, wie viel Zeug wir von den Feldern holen? Ach so, ganz wichtig, genau. Wenn ihr euch selbst irgendwie abfahrt oder sowas. Ganz wichtig, wir müssen aufschreiben. Beim Gras auch? Beim Gras nicht, warte mal. Wir können mal ein was gucken, bitte. Mhm. Sind alle Anhänger, die abgebunkert wurden, schon reingefahren worden? Ich glaube nur keiner. Doch, Martin hat schon abgebunkert. Ja, ein Gerste, ja, ist drin. Okay, dann können wir es prüfen. Wartet mal. Also da steht, das Feld war ja die 84, ne? Und die 84 stehen 39.000 Liter. Es ist schwer zu sagen. Also ich fände es ganz geil, wenn die Anhänger, die da rumstehen, wenn die einmal erstmal reingekarrt werden. Beziehungsweise, nein, schreibt es mal bitte weiter auf. Schreibt mal bitte weiter auf, wie viel ihr abbunkert. Beziehungsweise, wenn ihr die Gespanne wegfahrt zum Hof, wie viel in den Anhängern ist. Weil die können ja auch überladen werden, ne? Auch beim Gras? Nee, bei Gras nicht. Nee. Nur das Getreide. Ja. Tobi? Hättest du eine Minute für mich, eine Sekunde für mich? Und wir jetzt einmal reinspringen? Und wie die Kamera ist? Weil Felix hatte da gestern Theater mit. Die bei mir war die umgedreht, ja. Ist es jetzt richtig rum? Kannst du gut gucken? Ja. Gut. Also, ist ein bisschen tief, könnte noch ein bisschen höher. Höher, ne? Okay. Ja. Aber ist jetzt richtig safe. Rum, alles klar. Gut. Ja, ich gucke mal von außen. Ja. Hände sind über der Bettdecke, alles gut. Das ist wichtig. Alles klar. Passt. Danke. Tschüss. Ciao. Ach, dass sich das aber in dem Skript jedes Mal zurücksetzt im Wender. Musst du jedes Mal neu einstellen. Muss man sich merken. Was meinst du? So. Na, du kannst doch den Wender einschalten, welchen Status, welche Wendestufe. Ja, ja. Und das musst du jedes Mal neu einstellen. Das ist jetzt nicht schlimm, nur ich vergesse es natürlich immer. Ja, man kennt es. Jetzt finde mal den Dirk. Ja, bleib mal ruhig. Ich hab ja noch nicht mal angefangen. Du brauchst noch nicht kommen. Ein Kollege von uns hat 4 Wiesen nochmal gewendet und dann gefragt, warum das Zeug nicht fertig ist. Ja, sehr gut. Das gleiche Problem. Ja, muss man halt wissen. Muss man wissen. Ja. Also ich mache jetzt auch mal noch mit dem kleinen Wender, ne? Fürs LU werden wir mal noch einen großen holen, tatsächlich. Aber für das bisschen, das ist ja, war das nur das Feld hier, Dirk? Also das, ja, das, die Grasfläche hier, was, Nee, ist ohne Ende. 157 und 158 auch noch. Ach, die müssen auch gewendet werden? Ja, klar. Okay, na, dann steige ich noch um 6M um. Das würde ich dir empfehlen. Deswegen meinte ich das heute. Das ja. Wird, ist ein bisschen was, sag ich mal so. Ja. Geisi, grüß dich mal lieber. Kann man nachher eventuell Vorwerk zeigen von Schleppern her? Also,
ich werde dazu separate Videos zu den separaten Höfen machen, ganz einfach, weil ich nicht die Zeit aufwenden möchte, auch für meine Mitstreiter hier, mich da mal eine halbe Stunde auszuklingen und alles zu zeigen. Aber das kann ich erst machen, wenn wir alles am Start haben. Und das haben wir definitiv aktuell gerade noch nicht. Oder was passiert denn hier jetzt? Oh! Was haben wir denn schon wieder für einen Storno? Kein Storno eigentlich. Ach, sehr. Mich wundert das gerade. Ich bin im Milchviehbetrieb. Eigentlich wie auf der MVP. Ich dachte, der liegt ein Schwarz. Macht der Nachtschwarz oder was? Er macht hinter jedem Mähwerk sozusagen ein Schwad. Nachtschwad-mäßig. Du Scheiße. Also doch Schwaden. Boah. Na pass auf, ich kann auch den großen Glas Liner nehmen und mit dem 6M hinter euch herdonnern. Also das ist kein Ding. Ja? Das würde ich definitiv empfehlen. Das okay, pass auf, dann machen wir das so. Wir müssen auch das Silo machen, ne? Ja. Ja, das kriegen wir schon. Rein. Okay. Ich komme dann gleich zu dir, Dirk, ne? Ich fahre jetzt zum anderen Fahrzeug rüber. Ja, alles gut. Den kleinen oder den großen Schwader? Ich habe die Flächen den jetzt großen, echt noch nicht großen. Im Kopf. Okay. Nimm einfach erstmal den großen, damit wir hier ein bisschen Fläche schaffen. Klar, es können ja ganz schöne Strecken hier, ne? Wahnsinn. Ey, yo, geil, ja, oder? Nee. Herrlich. Nee, seid ihr gar nicht mehr gewohnt, ne? Nee, gar nicht. Bei euch geht's immer nur noch hoch und runter. Ja, ja. Schön. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal, auch wenn Felix noch nicht da ist, jetzt anfangen, hier einzusammeln. Ja, ich stehe auf dem Feldweg. Ja, ja, du kannst ja schon mal loslegen. Ja, ja, das geht natürlich auch. Ich bin aber schon am 6. Ich bin schon am 6M. Ja. So, wie sieht's aus? Ihr habt natürlich kein Siliermittel, ne? Schwierig. Hab ich auch nicht. Habt ihr nicht gekauft? Alles neu gekauft. Gerade drüber nachgedacht, ja. Dann das erste hole ich jetzt. Ist das halt so, ne? Wäre. Ja, klar. Das Mittel soll ich auch mal zurückfahren. Nee, stellt was an den Hof und dann nehmt halt beim zweiten Wagen erst. So, ja, passt auf. Ich kümmere mich um Siliermittel jetzt. Dann gleich Frage an uns, soll der Shop denn nicht einen kleinen Kompaktradlader etc. bekommen? Ja, klar. Sollen wir dann einen Kubota nehmen? Der Kubota kommt nicht ganz hoch, gerade wenn du Säcke oder sowas hast. Also einen Telelader? Ja, ich würde einen Telelader eher empfehlen. Ich nehme was Leistungsarmes, nicht so ein Monster. Ganz kurz AFK. Na, freilich. Jo. So, ich muss mir erstmal meine Strecke angucken. Hier lang. Und dann, was ist denn das hier? An einem Großhandel vorbei. Will ich mal einen Test hier machen? So, I am on my way. Echt? Das erinnert mich an Vanessa Mai. Was? On my way? Kennst du das nicht? Das erinnert mich an Vanessa Mai. Echt nicht? Nee. Mensch, Kulturbanause. Öffentlich-rechtlicher YouTube-Kanal. Ja. SWR ist das, glaube ich. Keine Ahnung. Da gibt's On my way. Muss mal gucken. Ja, du hast Swiss Farmer, Swissy, moin, mein Lieber. Du hast Chris gehört. Ja, ja. Die sind heute hier. Die Banausen. Ja, Banausen. Das Mähwerk kann keine schwarze Samtführung. Scheiße, ey. Das hätte ich voll auch gemerkt. Ja. Ich hätte gedacht, die können das. Ach Mist, ihr seid hier an der Fläche schon. Nicht da, wo Dirk ist, ne? Nein, da wo ich bin, da musst du hinkommen. Ja, wo Dirk ist, musst du hinkommen. Ich bin einfach. Du siehst den Feldweg, ich stehe auf dem Feldweg, aber nicht da vor der Einfahrt. Ich fahre jetzt hier gerade irgend so eine Krone gespannt hinterher. Wenn da irgendwann der Ladewagen auf dem Feldweg steht, dann müssen wir links rein. Und jetzt hatte ich zum Beispiel gerade Lex. Ja, ich auch. Also, das kann speichern gewesen sein. Oder was gekauft gewesen sein. Also dieses Gefühl, dass es komplett buggy ist, so wie gestern, habe ich jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit schon nicht mehr. Nee, ich habe auch das Ding irgendwann nur. Achso, gestern. Muss ich auch rechts abbiegen? Ich habe gerade Gewicht angehängt. Das ist schon das gewesen sein. Gefährliche Nummer dieser Tage.
Ja. Ganz wildes Ding. Nee, nee, das ist Geschichte, meine Freunde. Da passiert nichts mehr. Naja. Vertraut doch mal. Natürlich. Ist mir jetzt gerade falsch gefahren. Nee, ich glaube, ihr seid ein Chris. Ich hab nicht gesagt, Wollendermeer, ja. Das ist gefährlich. Bin ich auch nicht. Das war gut. Ja, hat der Shop so einen Elektro-Telelader oder was? Fühlt man das? Ja. Und darauf an, meine Videos ausgezeichnet Uncut, UNCUT. Ja, diese Schäffer-Geräte hatten wir auf der Rade, ja, ne? Ja. Will jetzt vielleicht so einen Pharisin, aber nehmen wir den mit dem Motor mal, komm. Nix Elektro mehr. Ja, solange es so wirklich schwarz raucht, nehmen wir das mit. So richtig verfranst, ne? Hier gibt's nicht so wirklich Feldwege. Geil, hier musst du wirklich gucken, ne? Alter. So ein Ding ist das. Ja, so nämlich. Ach komm. So, jetzt fangen wir mal einmal an hier. Wunderbar. Kennzeichen braucht er nicht. Ich würde dann, glaube ich, auch wieder diesen, also zusätzlich vielleicht gern noch diesen Gabelstapler, weißt du noch, der so hoch konnte, der war auch nicht schlecht. Aber müssen wir eigentlich nicht unbedingt. Ich mache jetzt hier diesen elektrischen Telelader, kommunale Ausstattung, kein Kennzeichen drauf, nur für den Shop. Ja, das ist doch super. Über die Gemeinde, zack. Das klingt nach einem Plan. Wie, die Gemeinde bezahlt euren Telelader? Nee, den Händler. Händler. Ah. Ja, da der mal ein da, der sorgt ja dafür, dass dann die Ware auch verladen werden kann. Ja. Ja, logisch, brauche ja. Ich dachte, du lässt euren privaten Telelader quasi von der Gemeinde bezahlen. Nein. Da hätte ich noch nicht zurückgefragt, ne? Denkst du für uns, von uns? Wie das funktioniert mit dem Gemeindeabpressen. So, irgendwo ist Felix jetzt hier rechts rein. Ich habe das genau gesehen. Ich glaube, dass man circa 6 Monate braucht, um irgendwie die Wege auf der Karte zu finden, oder? Ja, das in etwa. Ich glaube, so schlimm geht's nicht, aber das ist schon ein bisschen was, ne? Ich glaube, ich rechne so mit 12. Hat man sich dann tatsächlich Mühe gegeben? Tobi unterwegs, Alter. Ja, das hast du aber jetzt gesagt, Tobi, ne? Das war jetzt Eigenkritik. Ich hätte das jetzt so nicht gesagt. Doch, ich kann halt reflektieren, ne? Also. Ja, bin ich gut. Ich gehe offen mit Fehlern um. Soll ich euch mal von meinen netten Anekdoten aus dieser Woche erzählen? Mhm. Logitech, ja, hau raus. Jetzt geht's los. Also, wie ich ja schon mal gesagt habe, ne? Astro Headset. Astro ist ja von Logitech mal gekauft worden, also übernommen worden. War früher mal eigenständig, ist jetzt Logitech. Hatte ich ja gesagt, im Moment echt total enttäuscht, weil super teures Headset, Astro A50. Und kannst keine Firmware-Updates mehr machen, geht nicht mehr. Headset läuft zwar noch, alles gut, aber kannst keine Firmware-Updates machen. Naja, gut. Dann hin und her, Astro angeschrieben, Support angeschrieben. Glaube, vor 4 Wochen das erste Mal. Dann auch wieder vergessen, dass ich es angeschrieben habe und habe dann nochmal nachgeguckt. Ja, ich habe sie tatsächlich angeschrieben. Bis heute keine Antwort. Also noch nicht mal irgendwie eine Reaktion. Kein Ticket, kein gar nichts. Mhm. So. Oh, ich dachte, gut, kann man machen. Ist scheiße, aber kann man halt machen. Ist halt, gehört halt zu Logitech, habe ich so gedacht. Rechnet man ja mit. Naja, egal. Dann habe ich nochmal hingeschrieben, das hat sich wieder keiner gemeldet und dann habe ich weitergesucht und dann gab es irgendwie Reddit oder so. Ja. Da gibt es ja so Foren, ne? Mhm. Und da haben viele Leute dieses gleiche Problem beschrieben. Und dort ist auch ein Mitarbeiter von Astro unterwegs gewesen. Also der hat sich jedenfalls so ausgegeben, stand jedenfalls Astro Support dran. Der geschrieben hat, ja,
Ja, können wir nicht nachvollziehen. Mhm. Das ist alles. Also mehr gab es dort nicht. Und dann gab es aber einen total netten Menschen, der da geschrieben hat, Leute, probiert mal aus. Ich habe von Corsair dieses IQ, um die LEDs im Rechner zu steuern, ne? Kennt man vielleicht. Schaltet das mal ab, beziehungsweise deinstalliert das mal und dann probiert nochmal. Haben wir gemacht oder habe ich gemacht, viele andere auch. Und tatsächlich, IQ runter, das Update wieder. Kann Logitech nichts dafür. Aber trotzdem finde ich schon mal sehr interessant, dass so einer das rausfindet, wie man den Fehler behebt und die Astro-Leute sich nicht mal melden, im Prinzip. Aber, wie gesagt, egal. Headset läuft wieder wie eine Eins, alles top. Ja, Ersten. Ja, prima. Ja, erster Punkt, ne? Ach, erster Punkt, okay. Ja, ja, jetzt geht's weiter. Dann habe ich gedacht, ey, super geil, ich finde diese, hatten wir beide, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Felix, diese Monster-Tech-Halterung für die Schreibtische, ne? Ja, kennst du doch, ne? Ja, kenn ich. Finde ich eigentlich ganz cool, die Dinger, habe ich so gedacht, ne? Will ich auch haben. War mir aber sehr teuer und dann habe ich irgendwie bei Amazon mal ein bisschen geguckt. Da gibt es ja auch so jetzt mittlerweile schon günstige Versionen von, sage ich jetzt mal, ne? Die auch qualitativ okay sind. Das heißt, ich habe mir jetzt so eine Joystick-Halterung gekauft für den Logitech-Joystick für den X52. Wir sind wieder bei Logitech, ne? Ja. Und habe das alles angebaut und funktioniert super. Und dann kommt ja der echte Waldra-Hase und will das Verbindungskabel vom Schubregler zum Joystick verbinden, weil ich das ja rausgenommen hatte, damit ich den Joystick so ein bisschen, ne, besser, freier bewegen kann zum Anbauen. Und dann klemmte das irgendwie ein bisschen und dann hat der Hase halt ein bisschen stark gedrückt und einen Pin verbogen. Ah, sehr schön. Komplett sehr krumm. Schön. Aber wirklich komplett krumm, ne? Ich habe gedacht, nee, kriegst du nie wieder gerade. Ja. Komm, scheiß drauf. Logitech, Ticket aufgemacht, also über die Logitech-Website, ne, ein Ticket aufgemacht beim Support. Es hat sich dann auch 3 Tage später tatsächlich jemand gemeldet. Na, immerhin. Super. War total begeistert. Und hat mir dann geschrieben, ja, ich möchte doch bitte mal die Kopie der Rechnung vom Stick und meine ganzen Daten, Telefonnummer, Adresse, alles hinterlegen, damit die mein Profil aktualisieren können. Und ich habe dem dann zurückgeschrieben, ja, kannst du von mir aus auch alles haben, haben wir ja keine Geheimnisse, aber ich will das nicht umsonst haben. Ich will einfach nur wissen, wo kann ich dieses Ersatzkabel kaufen? Weil du kannst es googeln, du findest kein Kabel. Nee, das ist klar. Sonst würde ja jeder sich nicht neue Produkte kaufen, sondern immer nur Ersatz. Und, weil der wollte, also der hatte das Gefühl wahrscheinlich, dass ich das umsonst haben will, ne? Ja. So hörte sich das für den wahrscheinlich an. Ich habe dem das dann aber halt nochmal erklärt, dass ich es wirklich nur kaufen möchte. Und der schreibt mir tatsächlich zurück, nee, das tut mir leid, so ein einzelnes Kabel verkaufen wir dir nicht, du musst schon einen neuen Joystick kaufen. Ja. Und da habe ich gedacht, Bruder, ich kaufe mir doch tatsächlich jetzt für 130 oder 140, was er jetzt kostet, einen neuen Joystick, weil ein Kabel für 5 Euro kaputt ist. Ja. Aber habt ihr einen an der Bremse oder was? Ja, also... Das ist doch nicht normal. Doch. Das ist im Hardware-Bereich sowas von normal. Fucking make money. Ja. Ey, aber doch nicht bei einem, bei so einem Ding. Nee, finde ich überhaupt nicht. Finde ich total... Naja, also die Bewertung ist nicht normal, natürlich, aber es ist halt normal geworden. Ja, klar. Das ist für mich... Nee, da könnte ich wirklich sagen, nee, ich könnte mich mal am Arsch schütteln. Ja, also Na, jetzt ist es wirklich vorbei bei mir. Das war das letzte Logitech-Produkt, was ich gekauft habe. Das hättet ihr auch bei Hinz und Kunz, wäre das Gleiche. Wäre mir scheißegal. Ich würde trotzdem aber kein Logitech mehr kaufen. Ja, pass auf, mach. Ja, natürlich, das konnten wir schon ahnen, dass das so kommt. Aber hier, pack das Ding ein, schick das zu Jens und ein paar Tage später hast du es im funktionierenden Zustand wieder zurück. Ja, wahrscheinlich. Ich habe es dann irgendwie... Mit einer Pinzette oder so habe ich den Pin wieder einigermaßen hingekriegt. Und siehe da, funktioniert. Aber wie gesagt, das ist das letzte Mal. Ich habe schon geguckt. Nächste, wenn es dann irgendwann jetzt tatsächlich rausruckelt und es geht gar nicht mehr, dann hole ich mir hier den Tobia, diesen Titan Wolf, habe ich mir schon rausgesucht. Schon Merker drauf gesetzt. Headset habe ich mir auch schon neues aufgesetzt und ausprobiert. RTX, das hat nichts mit Kundensupport zu tun. Der Kundensupport hat im Prinzip für die Firma alles richtig gemacht. Überleg doch mal, da muss ich auch nochmal bei dir gegenwirken. Wenn du jetzt
jedem 1,50 € Austauschkabel anbietest, dann ist deine Firma pleite. Rucki zucki. Also es ist schon klar, warum die das so machen. Ist das jetzt besonders verbraucherfreundlich? Nee, natürlich nicht. Aber im Sinne des Unternehmens ist es doch logisch. Und ob das Logitech ist oder Fanatec oder wie sie alle heißen, überall das gleiche. Find doch mal ein Ersatzteil, bitte. Außer für irgendwelche 1.000 € Joystick-Produkte, ja? Gibt's nicht. So, wenn bei also, mir bei Biodynamic hier irgendein Kabel im Arsch ist, dann war's das halt auch. Ja? Nee, nicht ganz. Nee, wenn das abnehmbar ist, nicht. Ist genau. Nicht abnehmbar. Ja, gut, wenn es abnehmbar ist, gibt es natürlich Ersatz, aber bei mir ist das ja nicht abnehmbar. Ja, das Kabel ist doch ein abnehmbares Kabel. Nein, nein. Das ist das Verbindungskabel zwischen, natürlich, Schubregler und Joystick. Ach so. Das kannst du rausnehmen. Nee, das ist doch auch an irgendeiner Stelle fest im Dings drin. Nein, ist auf beiden Seiten los. Dankeschön für den Raid. Ja, aber dann kannst du dir doch so ein Kabel im Internet bestellen. Das ist dann halt nicht von Logitech, aber von XYZ. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das sind ja diese, wie heißen die, diese ES2 oder wie heißen die genau, diese alten Kabel. Ja. Ja, das schreibt aber die Hälfte. Nee, brauchst du ja gar nicht erst bestellen. Also die in den Rezessionen zum Beispiel bei Amazon, weil da nämlich auch mehrere geschrieben haben, kann ich das für den X52 nehmen. Nee, funktioniert nicht. Warum das denn nicht? Ja, keine Ahnung. Das ist wieso? Ja, irgendwas verpolt oder so und dann passt das wieder nicht. Ja, schickst du Jens so. Oder guck mal hier, jetzt ohne Scheiß, guck mal bei. Ach, wie heißt die Seite, Tobi, wo immer der geile Shit ist? Leo Bottner. Nee, Etsy. Wo auch Leo Bottner anbietet. Ja. Etsy, da gibt's auch einen Haufen Scheiß, wo Leute eben selber dann Sachen basteln und verkloppen. Ne, so wie das Kabel, was ich habe, um den alten oder neuen Shifter jetzt zu verbinden. Ja, das stimmt. Und gib da mal X52 oder X56 ein und guck mal, was bei rauskommt. Vielleicht ist da sowas Gepobeltes da. Das Ding ist, ich würde mich da gar nicht so drüber aufregen. Und aber diesmal genau aus dem umgedrehten oder umgekehrten Grund, wie du ihn angibst. Wäre das ein günstiges Produkt, würde ich sagen, jo, alles gut. Aber ich finde einfach, die Dinger sind schweineteuer, wenn du die neu kaufst. Ja. Und ich finde einfach, wenn ich so ein teures Produkt kaufe, dann erwarte ich einfach auch ein bisschen mehr Gegenleistung dafür. Aber doch nicht von einem Konzern. Naja, also doch, eigentlich schon. Also ich muss sagen, ich hab eine Razer Maus, eine ziemlich teure, so an die 300 hat die gekostet. Und die hat 300? Bei mir, was kann die denn Maus? Die außer Kaffee kochen kannst du ganz viel. Nee, hey, du echt, eine Erklärung machen? Und auf jeden Fall, die Maus hat nicht mehr geladen, also zumindest nicht über normalen Strom. Ne? Ja. Nur mit PC. Das bringt mir nichts, weil mein PC aus ist, lädt meine Maus nicht und wenn ich ihn ran will, dann ist er leer. Ja. So, also habe ich schon angerufen und da ging hier Chat hin und her, bla bla bla. Und dann sagt er irgendwann, ja dann schneiden sie das Kabel durch, schicken uns ein Foto und wir bewerben das dann und dann kriege ich eine neue Tüte. Ich kann dir schon sagen, wie die Gewichte aussehen. Das kann doch nicht sein. Ich schneide nicht mehr, ich sag, brennt dein Helm oder was? Ich schneide das hier in der 300 € Maus durch. Nee, das ist bei uns so. Ich sage, da können Sie mir garantieren, dass ich da eine neue kriege. Ja, nee, das wird ja erst bewertet. Ich sage, ja genau, ihr habt wohl einen Rat, oder was? Ja, in der Bewertung kommt dann, also hier ist eindeutig das Kabel getrennt, da können wir nichts machen. Ist ja geil. Es ging ein bisschen hin und her und Schwachsinn, also wirklich schwachsinnig hin und her. Und da sagt, ja na gut, dann muss ich halt zum Verbraucherschutz gehen, dann ist es halt so, ne? Naja, warten Sie doch mal. So, und dann irgendwie haben wir das dann, da hat er mir garantiert, mit Sprachaufnahme, dass ich eine neue Maus kriege. Dann haben wir das durchgeschnitten, davon ein Foto gemacht. Das wird hingeschickt und dann haben sie neue Maus losgeschickt. Das gibt's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Hammer. Völlig hirnrissig, ne? Ja, völlig. Völlig. Hammer. Also ich habe jetzt eine Maus von Razer da, wenn noch jemand eine Ladestation hat, dann bitte. Ja, unglaublich. Ist ja geil. Ist ja geil. Nee, aber das war für mich jetzt wirklich so Frage. Letzte. Kramer, ja bitte? Machst du nicht nur tun, ich bin jetzt auf dem Lohnerhof. Dreschen warst du, glaube ich, eingeteilt. Ich und die nicht, Drescher sind schon auf dem Feld. Nabeln. Genau, ich glaube die 84 oder sowas. Irgendwo ganz rechts steht der Drescher. Ganz am Rand. Ja, genau, auf der rechten Seite. Den einen hat Tobi besetzt und den anderen müsstest du übernehmen. Der steht schon auf der Fläche. Alles klar. Ja. Und der ist voll. Dann hast du dort Abfahr gespannt, hast du dort irgendwas stehen? Anhänger? Steht. Strom. Gar nichts. Okay, dann müsstest du nochmal tatsächlich auf dem Lohnhof schauen. Das ist ein bisschen unglücklich, weil wir jetzt gerade alle eingespannt sind. Sonst hätte ich dir ausgeholfen, hätte dir Gespanne hingestellt. Er wollte dreschen, jetzt muss er dreschen. So. Ja.
Wie sagt der Dirk das so schön? Man kennt es ja. Man kennt es. Es ist halt anders, wenn man Patent bezahlen muss. Weil Kramer und ich benutzt das auch inflationärer bei ihm, anders schwierig. Ja. Millionär. Sagt mal, welches Silo? Ede, Mene, Mu, oder? Haben wir vorhin gesagt, kannst du ausführen. Achso, du warst ja nicht da, ne? Du musst da war ich nicht da, also, Jungs. Eine gute Ausrede. Ja, ja, ich hab immer eine gute Ausrede. Das heißt, was brauchst du im Leben? Wo bist du denn jetzt gerade? Vor einem Silo. Ist Adrian in der Nähe? Nee. Ich stehe vor dem, wenn du in den Hof reinfährst, direkt vor dem rechten. Was ja, ja, da rein. Ja, das ist der Wender, aber daneben steht. Genau. Ja, hau rein, ist egal. Gut, das ist ja schon da. Das muss ich jetzt bleib bitte bei dem einen. Ja, ja. Ja, ja. ich gebe mir Mühe. Ja. Reicht das? Ja. Wird wahrscheinlich ausreichend sein. Das nützt ja nichts. Wie im Zeugnis, stets bemüht. Stets bemüht, genau. Ja. Nee, aber das hat mich echt so ein bisschen wieder echt geschockt, weil ich dann so gedacht habe, ey, das ist egal, ob du jetzt billig kaufst oder ob du teuer kaufst. Also ich bin mit Logitech sehr zufrieden, alles was Hardware betrifft. Was danach kommt, Software und das ganze Gedöns, ist absoluter Schrott. Nee, erzähl bitte weiter. Nee, das war's schon. Also ich komme damit einfach nicht klar. Ja, verstehe ich. Ich muss hier aber dazu sagen, ich habe Eingabegeräte der MX Master Serie relativ neu. Die kamen irgendwie dieses Jahr, vor ein paar Monaten kamen die. Und dazu gibt's so eine Logi-Software. Und die funktioniert wirklich echt gut. Da haben sie was gemacht. Also dieser G-Hub zum Beispiel, das ist es ja, Programm, was ich hier aufmache. Den habe ich nicht. Aber ich habe halt diese Software, die ist nur dafür da, eben Geräte, die diesen Empfängerstandard haben, eben einzubinden. Ne? Und das ist top. Okay. Mhm. Aber ich hab's schon entwickelt, kann das sein? Ich mag Logitech wirklich so. Ich mag die Produkte, Software, ja. Mochte ich auch, ja. Deswegen habe ich ja eigentlich alles an Logitech. Ich habe die Maus Logitech Gaming, ich habe die Tastatur Logitech Gaming. Moin. Egal. Moin. Letztendlich alles irgendwie Logitech. Der Lütje auch, der hat auch das gleiche Zeug. Ja. Ja, also wir sind, was das betrifft, eigentlich bisher zufrieden gewesen. Ne? Beziehungsweise er ja immer noch, aber bei mir, ehrlich, da kann ganz kurz, Dirk, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, der Siro Cool schrieb, ich habe mir das PS2-Kabel Lindy 33266 gekauft bei Amazon für den X52 und es funktioniert. Super, kann der da mal irgendwie vielleicht zu dir einen Link in Discord schicken? Ja, Zero Cool, kannst du mich irgendwie oder in Discord oder irgendwo hin oder mich persönlich anschreiben oder irgend sowas? Das wäre echt cool. Das wäre doch mal was. Weil die Kabel, die kosten ja auch nur Fängen, ne? Ja, ja. Das ist es ja, das ist alles. Ja. Kurze Frage, die 147 ist durch. Suchen wir uns jetzt zum Beispiel die nächste große Fläche aus, weil es macht ja Sinn, dann gerade lange Bahnen zu fahren, ne? Oder? Ja, schon. Für einen Ladewagen. Ich könnte die 49 anbieten oder die 31. Die 31 wäre dann aber die einzige, die ich noch nehmen würde. Akario, moin! Was würdet ihr? Du mähst zuerst, also entscheide. Dann gehe ich auf die 31. Und bitte denkt daran, wenn ihr GPS-Bahnen einfahrt, das Ganze auch nach einer Norm abzuspeichern. Also F ne, für Feld oder W für Wiese. Und dann die Nummer dahinter und dann. Ne, das fände ich ganz cool. Ja, bin auch dabei schon. Den 6M gibt es im Community-Mod-Bereich bei Vertex. Ne, musst du wirklich irgendwas Schnelleres, Größeres haben. Ja, das ist hier ein bisschen anders, das ist klar. Aber das brauchst du hier auch. Mit klein und langsam ist hier auf der Karte schwierig. Ja, bist du, glaube ich, richtig beschäftigt. So, jetzt steht hier irgendwie ein Träger. Ich bin das. Eine kurze Anmerkung zur 9. Die war angegeben Meistertag-Task, das ohne Schwartablage gedroschen wird. Oh, das ist noch alt. Das ist noch alt. Gut. Danke, dass dann du da nochmal nachfragst. Zero Cool hat mir gerade angewhispert. Dankeschön. Gebe ich Dirk weiter. Was ist er dann vorbei? Das ist seine Wichtigkeit mit dem Schwarz, ja. Dankeschön. Ich habe den jetzt zurückgefahren. Ich komme da nicht dran vorbei. Oder kam ich. Ja, ich stehe hier halt jetzt auch, ne? Lässt du mich gerade aufs Feld drauf vorher?
Ich würde auch kurz warten, weil ich bin auch auf dem Feldweg. Das ist doch dein Schlepper. Ja, aber ich habe doch hier... Ach, ja, alles klar. Okay, ich verstehe. Ja, komm rum. Mhm. Ich fahre jetzt mit beiden aufs Feld und dann mit dem Benz wieder weg. Benz. Hast du Saliermittel mitgebracht? Ja, schau mal mit dem Anhänger. Was hältst du denn davon? Schau mal. Ja, der Anhänger, ich hab ja gesagt, den will ich haben. Der ist geil. Ja, ist ich find's Böckmann, gut. Ne? Mhm. Der ist ein Traum. Ja. Zumindest war ich letztes dann mal im Laden und hab mir mal schon mal ein neues Headset angeguckt und Tastaturen und sowas. Und ja, boom, schöne Sachen gefunden. Ja, der Anhänger tipptopp. Endlich können wir den mal schön nutzen. Passt zum Auto. Mhm. Hast du dir schon, was hast du auf SteelSeries, oder? Hast du gelobt? Ja, klar. Ne? Ja, ja, klar. Das ist ja so der heimliche, besser als, anscheinend, ja. SteelSeries kann ich nur bestätigen. Ich habe das SteelSeries Pro, Arctis Pro seit 2 Jahren. Bombe, einfach Bombe. Ja, ich habe mir das Wireless letztens angeguckt und habe es mal aufgesetzt. Das ist sehr geil. Hast du das? Gibt es das noch? Weil meine Jungs wollten das auch holen und haben irgendwie, gab es online zumindest nichts mehr zu bestellen gerade. Nee, online habe ich auch nichts gefunden im Moment. Halt, ich habe es im Saturn, hatten sie es. Okay. Da habe ich es halt aufgesetzt mal und probiert. Das große ist halt sehr ehrlich, mit der Station, ne? Ja, genau. Ja, du hast halt 2 Akkus, du kannst halt die Station lädt direkt mit. Ja. Und du hast irgendwie so eine externe Soundkarte, ist das so ein bisschen. Ja, ja, genau. Ja, alles. Genau. Alles Bombe, das ist sehr, sehr ehrlich. Chris, also, das steht Saliermittel auf dem Benz. Jo. Hab's gesehen. Aber das ist dieses 300 und Euro Ding, ne? Ich hab sogar damals mehr bezahlt. Ja, ja, gut, oder wie viel auch immer. Ich bräuchte sowas aber auch, weil ich nutze ein Go XLR und ich brauche irgendwas, was mit dem Go XLR verkabelt werden kann. Ja, du, ich habe hier ein A50, ein Astro. Kannst du behalten. kannst du dir um den Hals hängen, Junge. Voll abgedatet. Ja, es geil. Ist voll abgedatet. Ja. Alles auf dem neuesten Stand. Ich hab da was mitgehen hören, dass das wohl nicht so geil sein soll. Ja. Doch, ist geil, ist total geil. Ja. Musst halt nur IQ runterlassen, wenn du die Software, also wenn du ein Update machen willst. Danach kannst du es wieder drauf machen. Jeder, der das Geld übrig hat, den empfehle ich das Headset wirklich. Ja, das halt kostet sehr, sehr viel Geld, aber das ist wirklich empfehlenswert. Ja. Der AC Gray schreibt, ist auch sehr zufrieden, Wechselakkusystem und so weiter. Nur das Mikro ist so lala. Das Mikro interessiert, glaube ich, hier in der Runde niemanden. Nee. Also die meisten haben halt zusätzliche Mics. Und wenn du das mal nutzt, mal auf die Schnelle, weil gerade das Dings aus ist oder so, dann taugt das wahrscheinlich auch noch. Ja. Aber danke für die Info. Boah, alleine diese Wiese ist sehr ergiebig hier. Ja, ist ja alles volle Lotte, ne? Kommt schön was runter. Ja, also gerade mal eine Bahn. Also, was, Adrian, dann schätz mal ein. Soll ich die 31 runterballern oder soll ich doch lieber eine kleinere Flicke nehmen? Die 31 ist ein Klopper. Ich benutze Kopfhörer, kein Headset und ich habe die Beyerdynamic DT990, DT770 Pro. Mit Ausrufezeichen PC wird euch alles angezeigt, was ich da habe. So. Für wen, für die es interessiert. Wie gesagt, also ich kann gerade die Fütterung 0 einschätzen. Nee, das ich auch nicht. Also ich konnte die Vanille einschätzen, aber nicht mehr unter Dings. Ich starte jetzt mal gerade die Zeit, die leider auf 0 war. Oh ja, die ganze bitte. Zeit. Also, sorry, Scheiße, hab ich vergessen. Also wir haben auf der Dürnrot haben wir irgendwie 36 Kühe und an einem Tag ist circa ein bisschen was über die Hälfte weg. Also unter der Hälfte weg, andersrum. Ja. Also es ist schon sportlich. Ja, damit habe ich gerechnet. Das ist auch okay. Viele haben geschrieben, bleibt ihr auf 4 Tage und so weiter und so fort. Ja. Dann wird das mit dem Futter sehr sportlich. Ja. Okay, ja, dann mache ich die 31 runter. Machen wir die 31 runter noch. Also ich glaube sowieso, dass wir für Heu und Gras, also Futter, sowieso alle Flächen machen müssen. Mhm. Also dafür haben wir ja so viele. Ja, wichtig ist halt jetzt zum Start, ne, dass wir schnell erstmal was kriegen. Ja, nee, das war jetzt halt das Ansinnen. Ja, ne? Ja, nee, ist richtig. Wir müssen mal gucken, was hier gleich zumindest im Precision-Menü drin steht. Das können wir ja jetzt eigentlich schon gleich mal anschauen, was hier nominell runtergekommen ist.
Oh, der hat ein bisschen Dampf, Adrian, ja? Mm, ja, Dornat. Was haben die? 66? Er kommt hier ange. Ich lass dich da erstmal drehen. Das ist sehr aufmerksam. Man kennt ihn, ne? Mhm. Ey, meine Sub-Sounds sind halt übelst leise. Gefühlt werden die immer leiser. Es tut mir echt leid hier. Demzufolge Volkswagen verrückt. Moin und Dankeschön für deinen 9. Monat, Mann. Vielen lieben Dank. Der eine hat's mit dem Mikro, der andere hat's mit den Sub-Sounds. Ja, aber das ist, also, Audio ist wirklich für den Arsch. Dirk hat mir was fürchterlich Cooles gezeigt, aber da fehlt mir echt, ich glaube, dieses Jahr das nicht mehr. Ja. Wo, ja, so, zumal ich ja eigentlich auch sehr zufrieden bin. Es wäre einfach nur nochmal die Kohle ausgeben, um ein richtiges Audio-Routing zu haben. Mhm. Aber da. Ich habe das Glück, vielleicht demnächst eine alte kleine Midas-Konsole extern zu bekommen, Digitalpult quasi. Oh. Sehr, sehr hochpreisig normalerweise, ja, aber der Kollege ist notiert aus. Mhm. Und wenn das wirklich so passiert, werde ich komplett extra extern und umsteigen. Und brauchst du für den Stream? Also es geht ja gar nicht mehr anders heutzutage. Irgendwie. Wollte ich gerade sagen. Aber ja, geil, geil. Ja, also kaufen jetzt so würde ich mir es nicht, aber nee, wenn die klar. Chance besteht, dann. Oliver, dankeschön für dein Giftes ja, an der so Achtmann. Vielen Dank. Die Schreibtischbeleuchtung, ne? So die ganzen LEDs, da letztendlich kommst du da ja auch eigentlich über eine Grandma nicht drum. Was? Eine Grandma? Ja. Was ist eine Grandma? Du wirst lachen, aber ich habe eine hier stehen. Ja! Warum sage ich das denn? Aber nicht eine für mein Licht, ich bin gerade am Design. Ja, eine 3er. Eine Grand MA. Das also. Ist ein Lichtsteuerpult sozusagen. Okay. Es steht weltweit auf allen Reitern drauf. Das ist, da geht's los mit dem kleinen Pult bei 12.000 Euro. Ja, ne, das geht doch. Das ist eine andere Liga. Wow. Ja. Aber ich habe tatsächlich eine hier stehen, weil ich gerade am Design bin und sie muss gerade lachen. Ich kann das mit den Talern nicht schalten. Geht aktuell nicht. Nicht schalten? Mhm. Combine XP. Was heißt nicht schalten? Was? Ja, ich kann die Fahrstufe nicht einlegen. Der steht auf P und ich kann nicht in D oder R. Da muss man mal gucken. Warte mal, ich spring mal schnell zu dir, weil ich hier auch gerade fertig bin. Parken, du musst auf Ö drücken. Ja, Ö ist das, glaube ich. Genau, kann Ö sein. Well, dankeschön für deine 10 Bits. Ah ja. Danke. Ja, bitte, ne? Die Parkbremse. So, ich glaube, ich habe hier fertig geschwadet. Öl für Parkbremse ist ja auch logisch. Ja, logisch, klar. Passt doch auch, oder nicht? Ja, klar, logisch. Natürlich, klar. Parkbremse. Parkbremse, ne? Eben, halt. Du alte Bremse, du. Du alte Bremse, du. Ja, richtig, Bremse. Kaufe ein Öl und möchte lösen. Bock. Ja. Oh nee, der Typ mit seinen Sprüchen, das ist echt... Mein Name ist Hans und das L steht für Gefahr. Ja. Genau der, genau der. Ja, scheiße, ey. Ich geh kaputt. Den Weg. Fahr ich dort links rum, bin ich wahrscheinlich schneller. Okay, ich versuche mal zu dir zu kommen, ohne nochmal auf die Karte zu gucken. Mori, guten Abend Felix, Crew und Chat. Mori, guten Abend. Ja, moin. Abend. Guten. Moin. Habt ihr denn schon mitgekriegt, dass bald wieder VOG-WM ist? Was? Echt, gibt's das wieder? Tatsächlich? Ja, und weißt du, Alter, Team Internet, geilste. Hm. Was schätzt du? Team Internet? Also bei sowas ist eigentlich doch immer ein Trimax dabei, oder? Genau. Und wer noch? Knossi. Ja. Jens Knossi, ja. Knossala, wer sonst? Genau. Ja. Und wer noch? Ah, da wird's jetzt schon schwieriger. Und Monte mit Sicherheit nicht. Ja. Monte macht da mit? Nein. Ja. Monte? Echt? Der macht mit? Ja. Monte fährt mit. Bei Pro7? Oh. Ja. Guck an. Oh, da crazy. Oh, das wird aber ein geiles Team, Alter. Und Sascha. Vierer Wok. Ja, Sascha auch. Okay, sehr geil. Ah, Jens, ich mag ihn halt, ne? Kann man sagen, was man will. Die Jungs alle im Vierer Wok. Knossi hatte bei seinen Shorts irgendwie oder bei den Knossi-Clips. Ja.
da hatte er dann halt da einmal kurz drüber gesprochen und sagte, da kriege ich irgendwie, ruft Stefan an und sagt, ey, besorgt mal noch welche, wir müssen im Vierer-Wok Internet machen. Ja, das hype gerade dieses Internet. Ja, genau. Ich mal ganz kurze Frage, auch wenn es wahrscheinlich nur blöd ist, aber Tempomat geht nicht rein bei mir. Ach, das ist, ja, sorry, wir arbeiten mit Speed Control. Mir erschließt sich nicht warum, aber wir arbeiten mit Speed Control und. Ja. Weil, aus dem Grund, weil Martin und ich gerne die Tempomatstufen direkt auf Tasten belegt haben. Du musst doch irgendwas ausschalten, das war doch irgendwie, dass du irgendwas ausschalten musst, ne? Oder? Du musst einfach die Speed Control Tastenbelegung löschen. Ja, ach, genau, ist alles safe. So war das, genau. Na, dann ist es doch ganz einfach. Das ist ja auch ganz einfach. Deswegen dürfen wir es ja auch weiter drauf lassen. Weil die alten Herren kommen da nicht mit zurecht, wenn sie sich da dieser neumodische Scheiß. Nee, das ist ja, genau. einfach, ich sehe da keinen Sinn hinter. Nee. Nee, ich auch nicht. So viele Tasten habe ich gar nicht. Noch mehr Tasten belegen. Genau. Ich habe keine Tasten mehr. Bald eine dritte Tastatur holen. Und eine vierte, um alles irgendwie zu belegen. Läuft das mal nichts. Ja, ihr seid einfach zu alt dafür. Ich verstehe das auch. Ist auch gar kein Problem. Ja. Wir können ja nur lernen von dir. Ja. Also wir sind ja auch gern bereit. Nee, du, das habe ich aufgegeben. Ich bin aufgeschlossen, allen gegenüber. Ja. Ja, ich nicht allen, aber. Allen, ne? Achso, ja, okay. Achso. Jakob, moin Felix und Team, moin Jakob. Jakob. Hallo. Hallo. Nabend. Ja, also mit dem Krone-Ladewagen in die Stelle reinfahren ist spaßig. Mache ich auch nicht wieder. Mhm. Scheiße, hängst du unter der Decke in der Kante nee, fest? Nee, nein, das Ding ist riesig. Das ist ja relativ eng. Das ist groß, alles. Ne? Ja, ja. Deshalb aber sagt wo ist das Problem? Ja, das eng ist. Nur da reinkommen. Deshalb sagte auch Thomas, dass sie doch auf Tridem verzichten, weil sie damit wahrscheinlich gar nicht bei uns so richtig. Okay, also wenn man Gras da reintut, passiert also Folgendes. Ach, jetzt wird's spannend. Das sehe ich ja jetzt, warte mal, ich guck mal auch mal ins Menü. Auch die Jungen sehen. Ich habe in beide 10.000 reingemacht. Ach du Scheiße, der verteilt das ja gleichmäßig. Was ist denn das? 10. Steht das nicht auf Parallelfütterung? Hä? Also da müssen wir im Mais Plus nochmal gucken. Das muss auf Parallelfütterung stehen. Das sieht mir aus, als wenn das auf Single steht. Was muss man machen? Weiß ich nicht. Also es gibt in Mais Plus doch eine Funktion, dass man sagen kann, ich füttere nur ein Produkt. Ja. Und dann reicht das aus, um eine Gesundheit zu bekommen. Und wenn du das nicht machst, dann muss er von allen gleichzeitig ziehen. Also das heißt, du musst dann verschiedene Sorten füttern, damit er eine Gesamtgesundheit bekommt, richtig? Tim schreibt, das ist korrekt, so steht auf Parallel. Ah, okay. Das steht automatisch auf Parallel, wenn ihr AFA drin habt. Ja. Okay, aber wenn ich jetzt Gras reinfüttere, so wie Adrian das gerade gemacht hat, wie kann das denn dann sein, dass in allen anderen Bereichen auch die wegen der Parallelfütterung. Damit du die Gesundheit hochbekommst, würde ich jetzt mal als Laie behaupten, haben sie das als Parallelfütterung ausgelegt, weil du sonst einfach nichts passieren würde wahrscheinlich. Oder? Aber dann müsste ich doch jetzt letztendlich kein anderes Futter zukaufen. Weil ich fülle ja mit einer Fütterung alles andere auf. Das stimmt, das ist ein bisschen schwierig gerade, finde ich auch. Das muss ich mir aber nochmal dann durchlesen. Achso, okay, der Screep schreibt, Frischgras ist halt genauso gut wie im Winter eine Mischung. Deshalb. Okay. Also ist quasi mit das beste Futter demzufolge, frisches Gras. Ja klar, wenn die Kühe auf der Weide stehen, ist ja auch alles schön. Ne? Würde das denn, wenn, mal angenommen, Adrian hätte jetzt einen Sack Grundfutter gekauft, Mineralfutter, und der würde in der Reihe kippen. Würde das denn dann nur beim Grundfutter ansteigen? Ich denke, oder würde es dann auch verteilt auf alle anderen ansteigen? Nee, ich denke, dann nicht. Das wäre jetzt wichtig, weil sonst würde es keinen Sinn machen.
Ich denke, es wird schon so sein, wie du es gerade gesagt hast. Ich weiß es nicht persönlich. Okay. Mal gucken, was der Chat sagt. Erstmal vielen lieben Dank für deinen Hobbit, Oma, für deinen zweiten Monat. Vielen lieben Dank. Eine Hobbit. Mineral füllt zwei Slider. Und nicht mehr. Okay. Also wir müssen uns, ich bin, aber das reicht auch. Wir müssen uns einfach ein bisschen in die Fütterung reintasten. Ja, auf jeden Fall. Und gucken, was passiert halt. Oh, ich finde auf jeden Fall vielleicht nochmal die PDF noch ein bisschen studieren. Die PDF studieren und ich wollte auch noch ein paar Sachen zukaufen und mal eine Lieferung fertig machen. Wie füttert ihr denn bei euch, Chris? Füttert ihr gar nicht irgendwie parallel oder Single oder wie macht ihr? Wir sind auch gerade am Randtasten und haben tatsächlich doch noch nichts umgestellt. Also wird es wahrscheinlich auch parallel stehen. Und wir füttern Mischrationen. Okay. Also ihr mischt es im Futtermischwagen? Genau. Nach so einem Rezept, wie die das da vorgeben, ne? Genau. Ah, okay. Genau. Okay. Aber wir sind gerade noch am Probieren. Excel ist dann auch irgendwie dran, das halt so anzupassen. Auf unsere 7-Tage-Season halt. Ja, und das schauen wir mal. Mhm. Aber wir sind auch noch am Probieren und herausfinden. Das ist ja gerade sehr spannend. Naja, ja. Das ist es definitiv. Katze naja, gut, jetzt Gaming, Dankeschön für den Reset im zweiten. Vielen lieben Dank. Den Rest müssen wir dann sorry, halt das ist heute so leise. Zeitnah mal angehen, ne? Weiß nicht, was da los ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich unbedingt. Würde nicht mehr reinschütten. Ja, ist halt nur wichtig, dass wenn die Zeit jetzt läuft, dass die dann nicht irgendwie heute Abend verreckt Nein, sind. Nein, tun sie doch nicht. Die haben doch jetzt. Jetzt haben sie ja erstmal was. Ja, genau. Die haben doch jetzt was, genau. Und die wenn ich das jetzt richtig so verstehe, ja, siehst du ja den Unterschied schon. Habe ich noch gar nicht geguckt. Warte, das ist eine gute Idee. Also bei dem Animal Grazing, ne? Das hast du so umgebaut, dass es funktioniert, sagst du. Ja, aber nur Stall 1 hat das. Kannst ja die Zahlen vergleichen. Wieso läuft denn eigentlich dieses Fahrzeug hier? Weil ich da drin sitze. Und ich auch, cool. Und so auch. Ja, das ist durchaus möglich. Stall 1 hat doch mehr Futter als Stall 2. Richtig. Ja, durch der die Weide. Der hat ja auch Animal Grazing. Guti. Die Weide. Das grasende Stall 1 Vieh. Hat Animal Grazing. Das macht doch nicht so viel aus. Na klar. Anscheinend schon bei 100 Kühen. Ja, du darfst nicht vergessen, das sind 100 Viecher. Ich hab das Skript nicht verändert. Ich habe nur Animal Grazing eingebaut. Ja, nee, alles gut. Ich habe das halt jetzt nur tatsächlich so gedacht, dass Animal Grazing wesentlich weniger Futter zur Verfügung stellt, als wenn du da einen kompletten Ladewagen reinfährst. Aber also ist ja ich andersrum. Wieso das denn? Weil Stall 1, warte mal gerade nochmal, hat Gesamtkapazität 14.000, Stall 1, also Wesselskuhstall 01, ja. Hat 14.785 Liter. Ja. Da hast du nichts reingefahren. Doch, richtig? 10.000. Ah, okay, siehst also du. Also 4, 4, 7. Und Stall 2 hat Animal Grazing. Nein, Stall 1. Boah, leck mich am Arsch. Warum hast du denn dann da noch was reingefahren? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Zum Testen? Ich habe einfach mal reingefahren. Ja. Ach, einfach mal. Sag auch einfach mal reinfahren. Also prinzipiell, weil er es kann. Das richtig. Punkt 1. Ne? Es wusste ja keiner von uns, was jetzt mit dem Animal Grazing passiert und ob was passiert oder auch nicht. Also was bist denn du, so ein kritischer Hase? Nein, ich habe das nicht verstanden, weil er gesagt hat, ich habe das in den, Stall 1... Nee, statt Stall 2 reingefahren, wie auch immer. Ja. Ich habe einfach beide 10.000. Kann man schon mal bei zwei Stallungen da durcheinander kommen. Das ist was anderes. Der Squeep schreibt, Grazing geht aber auch jeden Tag runter. Das ist schneller leer, als ihr gucken könnt. Also es wird eine spannende Geschichte. Jo, das wird spannend. Frage. Ja. bei dem Grazing wird denn da was als Frischfutter angezeigt, bevor du was reinfährst? Oder wird das als Grazing vorhandene Futter angezeigt, erst in dem Moment, wo du Frischfutter reingefahren hast? Sofort. Also ist das alles, was wir haben? Also, was? Dann sind die 4.000 alles, was wir haben. Also so wie ich das, ich habe einen Tag Testlauf gemacht. Mhm. Ich hatte jetzt nicht die meiste Zeit. Und er scheint irgendwie zu anfangen, sag ich mal, fressen die Tiere und dann ist erstmal Ruhe. Ja. So, glaube ich, funktioniert das. Also, sag ich mal, morgens fressen die, dann füllt er sich relativ zügig auf und dann nicht mehr. Genau. Einmal Felix. Ja.
alles schwarten wolltest du wohl nicht. Hast du. Hab ich was vergessen? Ja, da ist eine Spur, die da, ja, die müssen wir zweimal fahren, ne? Ist das eine dünne Spur? Ich glaube, das hat mit dem GPS. Zwei dünne Spuren. Das ist mir, ja, das ist wegen GPS, sorry. Wäre ich da nochmal mit dem Schwader drüber, hätte ich die anderen auseinandergerissen. Da bleibt die Keksdose heute Abend wieder zu, ne? Ja, das ist auch okay so, weil wir haben auch schon 21 Uhr, da gibt's keine Kekse mehr. Was? Erst recht? Nee. Ich wollte gerade sagen, Adrian fängt das immer um 22 Uhr an. Mit dem Snacken, deswegen bin ich auch so dick. Ja, echt. Merkst du was? Wer ist dick? Adrian? Mhm. Jetzt sag ich dir auch. Du Schnacker. Ist Adrian dick? Ach, hör auf. Ach, der. Ihr habt mich beide schon gesehen, also Felix. Quatsch nicht. Alter, du bist doch nicht dick. Und selbst wenn. Aber, Alter. Selbst wenn ist dick sein auch völlig in Ordnung. Du bist doch so ein Hungerhaken, Alter. Oh, das stimmt doch überhaupt. Also ihr habt. No, ihr müsst alle Energie sparen. Ich, ne? Ich bin fett. So. Oh, ich auch. Aber weißt du, was das Gute bei uns ist? Wir brauchen die Jacke im Winter halt nicht zu machen und wir brauchen auch keine Downjacke und den ganzen Scheiß. Ja. Also wir kriegen die Jacke so und so nicht zu, davon geht auch nicht mehr zu. Ja, aber das ist ja auch egal erstmal. Ich brech mir nicht alle Knochen, wenn ich mich auf Schnauze lege im Winter. Na. Genau. So ist das. So ein Ding. Darauf erstmal ein paar Gummibärchen, oder? Na klar. Aber hör auf zu schmatzen, oder mach's Mikro aus. Ziehst dir ordentlich rein, Mann. Aber so richtig. Wie das muss ich da nochmal zukommen zu der Fläche? Ja, ja, also circa 10 Mal. Okay. Circa 10 Mal. Ja. Was für ein Chris hier mit 5 km/h übers Feld beim Dreschen. Chris. Ja. Nee, danke, danke. Ich fahre ja trotzdem bis 15 km/h. Ja, durch das Combine, das steht halt saftig da. Da kann er halt nicht schneller. Nee, das versuche ich dem Chris schon länger beizubringen. Aber der sagt, den habe ich kein Buch. Ja, nicht 3 km/h. 5. Nee, 3 macht er ja auch nicht. Wir haben ja genug Leistung. Da gibt's ja, aber halt das Feld, diese Feldsense, die wir haben, macht bis 3. Ja, gut, wenn die Leistung nicht da ist. Feldsense. Ah. Welcher JD? 6 ist das für ein Ding? Ja, der Dominator hat 180. Oh, gut. Dann sag das bitte nochmal. Ein 6M145. Na, hier sind sie auch schon diskutiert. Die Alerts, es ist so leise, es tut mir so leid. Erstmal. Specknacken hatte ich dich schon. Specknacken, Digga, Alter. 10 Monate, Mann. Inzwischen macht vielen, auch vielen, vielen lieben Dank. Ja, du warst ja nochmal dran. Und dann haben wir deine Goldfinger aus dem Micha, ja, ey, oh, das sind wahrscheinlich keine realistischen Goldfingerchen gewesen. Doch, die waren schon realistisch. Das war wirklich too much. Ich hab einen Fehler gefunden. Ja, es war Fehlerfuchs. Ah, okay. Mhm. Der Jongri haut nochmal Grüße raus in die Runde. Grüße! Ja, ich muss die Musik umstellen, Chat, das tut mir übelst leid, Grüßli. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen. Das ist mir ein bisschen zu. Grüßli oder Typi oder sowas. Ja, das ist der Schweizer Einfluss, habe ich das Gefühl, ja, oder? Ja, das ist ja, ganz schön wild. Also Swissy hat letztens auf Schweizerisch geflucht. Da hört man gerne zu. Das klingt wirklich. Ne? Ja, das echt? Kennen wir noch. Kennen wir noch. Wie als haut dir jemand auf den Kehlkopf, so klingt das. Aber ich lieb's einfach, weil er ist also in seiner Welt. Oh, Swissy, du bist da, sorry. Ja, scheiße. Ich lieb's aber einfach, es ist echt einfach sympathisch. Wenn er da in seiner Welt ist und bastelt und baut und dann so mit sich redet und alle hören so gespannt zu. Also wirklich 10 Mann im Chat und er redet mit sich selber und alle fragen so ab und zu mal, redest du mit uns? Nee, alles gut. Deine Nachricht. Ich guck nochmal eben, warte. Na denn. Also das Ganze ist so wie in echt gemacht. Also wenn du zum Beispiel eine Mischung mit Maisilage und Heu machst, dann ist Mais. Also der Feldweg sieht sehr schön aus übrigens. Wie aber da fehlt mir die Mucke irgendwie. Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt. Ach, verstanden. Enthält dementsprechend ein bisschen flach. Packst du Heu dazu, gibt es hauptsächlich als Raufutter, weil es ja trocken ist. Packt ihr dann noch eure Mischung mit Kreideschrot oder Marade? Wir kommen jetzt auch von Premium-Feldwegen auf der Rade. Verstehe ich. Dankeschön, Tim. Ja, war es auch ein bisschen schaukeliger. Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Habe ich da flach gehört? Nein. Hotek, danke schön für dein Prime. Vielen lieben Dank. Noch nicht. Dank. Was? Was? Oh, noch 50 was? Minuten bitte. Achso. Was mit dem gilt das Verbot auch hier, Chris? Ja, das gilt überall, vor allen Dingen hier. Aber Kramer spricht doch schon die ganze Zeit. Ja. Na, er beißt sich auf die Zunge. Seine Zunge ist schon ganz blutig. Das höre ich doch. Hattet ihr den auch gerade den Leck? Ja. Nee. Ja. Doch.
Also ist der Server. Dann hatte ich ihn auch. Naja, der hat ja mit der Karte ganz schön. Also, das ist performance-technisch nicht so der Hammer. Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich hab hier. Ey, Alter, 1000 also, Beats, Alter. Dankeschön. Wie auf der Rade eigentlich. Nicht schlecht, ja. Es kommt auf die Fläche wohl an oder was. Also, ich hab hier relativ wenig, aber es. Ich habe hier immer ein Lag zwischen 179 und 181. Ja. Da ist ganz kurz. FPS meinst du? Ja. Schwierig. Was ist mit dir denn, Alter? Was hast du für eine Grafikkarte drin? Meint die Fläche. Ja, Mann. Ach so, Dirk. Also zwischen 179 und 180 FPS laggt's ein wenig. Bruder. Da hast du Pech beim Denken, ohne Witz. Heute bin ich nicht dran. Satoru, genau. Das stimmt, heute ist er ein bisschen, ne? Schwierig. Ja. Anders schwierig. Der langsame Hase. Genau. Ja, der langsame Hase. Ja. Das hat vorhin irgendwie wahrscheinlich mein Schädel überlastet. Das glaube auch. Oder glaub das auch. Ist das, der Stream. Error. Ja. Ja, ich hatte zwischendurch einen Tilt. Definitiv. 404. Seite kann nicht abgerufen werden. Die Stoppelzerstörung sieht echt gut aus. Also die Texturen auf dem Getreideacker, das ist von Bumsnudel alles. Das haben wir schon mal zugeschickt bekommen. Das ja, ist schon gehört. Bitte? Habe ich gehört. Das sieht sehr gut aus. Ja, die sind, find ich auch. Das sieht schon schön aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Die Fruchtzerstörung, also hier, dass die Stoppel so platt gefahren werden, auch. Oh, das weiß ich gar nicht, ob das da aus der Textur kommt. Weißt du das zufällig, Adrian? Nee. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. Die sehen aus wie im 19er. Hier diese. Wer hat denn das gebracht? War das von DJ oder wer hat das gebracht, diese Zerstörung? Da gab es auch eine. Aber ich kann ja auch nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Das gibt hier genauso aus, Satoku, wie wenn bald. Hier so tatsächlich bald. So eine Furche durchgezogen hat. Ja. Das ist cool. Screep schreibt, die Stoppeln sind von der Map. Nee, ja, weiß ich nicht genau, weil bei den Texturen, die wir von Bumsnudel haben, sind auch XMLs dabei gewesen. Also so richtig hundertprozentig, dass das jetzt von der Map ist, lässt sich das eigentlich nicht sagen. Das kann auch überschrieben sein, ich weiß es nicht genau. Ja, für den Landersum gab es ja ein extra Texturen-Pack mit dazu, wenn man das haben wollte. Haben wir nicht. Nee. Für die Landersum? Wusste ich auch gar nicht, dass es das gibt. Ich dachte, doch, für die Italien. Nee, für die Landersum. Gibt es ein extra Texturen-Pack, ja, mit veränderter Stoppeldichte und veränderter Höhe. Und das wusste ich nicht. Ja. Cool. Wusste ich auch nicht. Aber ja, das war in der Map schon drin. Von Agrario oder was? Ja, aber das ist in der Map schon drin. Das ist nicht zusätzlich zum Einbau. Leroy, weiß ich gar nein, nicht. Ich hab, also wir spielen ja noch ohne Update. Also ich habe gerade hier gelesen, unser Pascal schreibt, dass das irgendwie Vanilla von der Landsassum kommt. Kann durchaus sein, ne? Ja. Ich meine auch, das ist halt schon das drin. Das Texturpack kommt noch zum Download. Nico, danke schön für dein Prime. Vielleicht gab's sorry, extra die Alerts sind heute übelst. Das extra, meiner Meinung nach, war nur, glaube ich, ein Precision Farming oder so von Prezi. Ich meine, der Einzige, der es bisher gemacht hat, so, das war hier die Italia, oder nicht? Ne, das war mit anderen Texturen, also mit höherer Auflösung und so weiter. Aber also, halt nur auf die Pflanzen bezogen. Lollyshock schreibt gerade, die Texturen von Bumsnudel nicht, sorry. Und er sagt aber, dass mit den Stoppeln, dass sie sich verändern, verändern sich trotzdem saugut. Also wird es in der Karte drin sein. Ja. Ja, ja. Ja. Die hat was drin, das kann man ja auch nachlesen beim Download, aber ich meine, das ist halt schon drin. Ja, ja. Das war nicht irgendwie parallel zum noch reinbauen. Achso, nee, da wüsste ich jetzt auch nichts, ja. Da hat er, glaube ich, nur ein angepasstes Precision Farming dazu verlinkt, ne? Da war irgendwas. Ja, schreib's doch gerade. Ja, Stoppelfahrspuren sind Vanilla schon in der Karte drin. Das läuft alles über die Flut XMS. Hat Bumsnudel dann für seine einfach auch gemacht. Ja, klar, macht ja dann auch Sinn an der Stelle. Genau. Dankeschön, Akario. Ja, ich war noch nicht viel auf dem Stoppeln unterwegs. Ich habe es aber gestern auch schon gesehen. Das fetzt halt schon. Das fetzt schon. Ja. Wir werden ja dann noch richtig viel Substrat dann hoffentlich auf die Flächen draufknallen. Mal schauen,
Also nicht mal schauen, werden wir definitiv machen und dann werden wir auch hier auf der Stoppel unterwegs sein. Hier auf der Landersumme ist ja auch das Schöne, da können wir, wenn wir noch nichts haben, kriegen wir ja Geld, wenn wir Glühwein holen. Ja, aber das ist halt das Geile, ne? Weil ist ja auch quasi je nach Region sicherlich wieder, aber genau, regionabhängig, ja, ne? Genau, durchaus realistisch. Das ja, definitiv. Hast du schon einen Kurs hier drin, Dirk? Hier, ja? Aber noch nicht gespeichert. Kann ich aber gerade machen. Das wäre übel geil, weil dann könnte ich mir den nämlich anpassen und bleibe ich mal kurz stehen. Was war das hier? 31, habe ich gesagt, ne? Weiß ich nicht. Das ist so groß, das ist in der Minimap. Ich sehe. 31, ja. Wie lange dauert es, bis so ein Silo komplett zelliert ist? Seasons und 4 Tage pro Monat. Kann ich nicht sagen, wir spielen das gleiche, mal gucken. So, kann losgehen. Ganz kurz, Felix. 31 hast du abgespeichert. Ist es nicht 31? Weiß ich nicht. Ich habe nicht geguckt. Ja, Adrian? Die Abladegeschwindigkeit von den Dingern ist top. Ja? Ja, cool, das ist schön. Ist schon alles gut, so wie es ist. Die Fläche ist 31. Ja, Felix. Ich hab's, danke. Ja, okay. Ja, hier dieser kleine Walter, berghoch hat er Probleme, du. Naja gut, du hast aber auch, also das Glasschneidwerk ist jetzt auch nicht das leichteste, so. Ja, aber es ist ja jetzt nur wirklich keine Riesensteigung hier, ne? Dieses kleine Loch. Ja, wie schnell fährst du? Also so langsam fährst du doch gar nicht. Ne, normal. 20 km/h, ne? Ist okay. Ja, und berghoch, dann fällt er aber auf 13 runter. Mhm. Naja, unterschätzt mal die, also hast du Allrad und alles an? Ja, unterschätzt mal das Gefälle nicht, das sieht ja schon jetzt gar nicht so. Das Blöde ist der GPS-Kurs, also der ist schon gut. Ich schaue jetzt hier gerade in meine Vorspur ein bisschen rein. Ja gut, der ist halt von der anderen Seite genommen, ne? Ja, aber passt schon. Ich fahre gerade einen 6M145. Ihr solltet auf jeden Fall eventuell drüber nachdenken, noch einen dritten Ladewagen einzusetzen. Das Modell dauert ja echt lange. Ja, hast du noch 3 Leute? Ja, achso. Stimmt. Also, ne? Okay, ich verstehe das Problem. Sicher. Uli. Ja, ich hab's verstanden. Bei mir dauert das heute auch alles ein bisschen länger. Kann ja sein, dass ich bei dir auch noch nicht angekommen Ab der Karte weiß ich nicht. Wir haben noch die normale Version. Also der 6M145 findet sich im Community-Downloads-Bereich von Vertex. Das ist auch derjenige, der bei mir auf dem Discord, habe ich das im Downloads-Bereich mit dem 8R. Das hat derjenige auch gebaut. Und der baut, also das sind schöne, detailreiche Modelle. Ja, da ist auch gut. Wirklich sehr schöne Arbeit. Tobi, hast du dir denn schon... Tobi. Hast du dir denn schon dein Bumper konfiguriert? Ist der Digi. Aber selbstverständlich. Ja, ich war schon ganz heiß. Ich wollte ja unbedingt los zum Shop. Ich war ja schon wahnsinnig. Ich hab mir auch einen konfiguriert. Geiles Ding. Der Bumper ist natürlich tatsächlich eine interessante Geschichte. Ich war gemutet. Ich sag, der Bumper ist natürlich wirklich eine interessante Geschichte. Ne? Ich habe jetzt das Standardgewicht dran, das reicht mir eigentlich auch, aber der Bumper ist schon immer irgendwie eine nice Geschichte. Ist halt leicht, ne? Ja, aber eben auch auf einer guten Breite so. Und wenn du mit Ballen mal ein bisschen und so, es ist. Das ist aber auch hier wirklich ein wilder Kurs irgendwie. Warum lässt du denn eigentlich hier immer so ein bisschen stehen? Was wo? Na hier am Rand. Da, jetzt zu deiner Rechten. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Was? Na, das Stückchen Gras, was hier noch steht. Du gehst dann in der Mitte, du machst dann einen Durch. Hier? Ja, okay. Die muss doch irgendwie Fluchtkorridore schaffen. Ja, ne, das ist richtig. Ich mach das immer relativ mittig dann. Weil ich hier gerade hier rein. Wenn ich eine kleine Fläche habe, mache ich das auch mittig. Ja, ja.
Bowser, du willst Geschnetzeltes machen, dann lass die Flucht. Ja. Ich weiß, Mensch, die... Oh. Ja, das kann man so, mit dem Easy Death Tool machen, es gibt einen Hard-Hider-Mod. Ich habe das mal alles ordentlich gemacht, ne? Also meine Güte, das war GPS, das habe ich doch erklärt. Da kann ich gar nichts für, das ist die Technik gewesen. Ja, also, ach so, ja, dann, ja. So neumodische Scheiß hier. Schickimicki-Scheißkorn. Genau. Hey, Niki, grüß dich. Hier, Niki am Start. Ich. Martin Slöder. Kinder im Übrigen von Teammitgliedern sind immer automatisch VIP. Ja. Ehrlich. Irgendwas müssen sie von ihren Alten hier haben. Was für ein Bumper? Wir haben diese MMS-Bumper auf dem Server genommen. Erfreuen sich großer Beliebtheit. Ja, das stimmt. Oh ja, oh ja, oh ja. Einfach gut für Spiel. Zum Glück liegt meiner brav im Bett, was heißt denn zum Glück kommt? Na gut, er ist vielleicht noch ein bisschen jünger, ne? Ich hab Niki ja der Ferien. Ich soll dich von meinem Vater grüßen. Niki, liebe Grüße an deinen Vater zurück. Ja, Grüße zurück. Grüße. Jo. Drei Tage, mein Seasons geht drei Tage und das Verlieren dauert auch exakt drei Tage. Bei dir könnte es auch vier Tage sein, wenn du in vier Tagen spielst. Ist gut möglich, ne? Also wir müssen definitiv noch heftig zukaufen. Shooter, danke für deine 200 Bits, Mann. Vielen lieben Dank. Preibsberg schreibt, ich vermisse die Aki-Bumper. Allein dafür würde ich schon konvertieren noch lernen wollen. Dieser MMS-Bumper ist wie ein Aki-Bumper eigentlich. Er ist nur nicht von Aki-Bumper, aber... Ja, aber sieht genauso aus, also... Das sieht geil aus, finde ich sogar. Hier ist er sogar noch ein bisschen besser, ja. Da ist er doch. Gibt's auch öffentlich, auf ModHub. Ja, der ist von ModHub. Ne? Ja. Aber heute läuft es ganz gut erstmal, ne? Also, ja, danke schön, ja, Adrian. Ja. Perfekt. Gut, also heute gut gehasselt heute. Im Gegensatz zu gestern ist das kein Vergleich. War absolut. Gestern so krass, ja? Wirklich krass, echt. Ja, die hat keinen Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das ist kein Spaß. Die Lok, die war natürlich am Platzen, ne? Das ist aber ein 6M. Auch an der Share natürlich einen Riesendank an Martin. Vielleicht den findest hört du im ja. Community-Downloads-Bereich. Sehr gute Arbeit geleistet, was das angeht. Im Community-Downloads-Bereich von Vertix. Ja, Martin. Ja, Martin immer. Das Wahnsinn. Ist irre, ja. Absolute Maschine. Bin immer wieder begeistert, was das betrifft. Ja. Ach, und sonst will ich oder was? Nur das. Ja. Ja, ja, nee, sonst abwärmst, ne? Also sonst nicht. Ist schon so. Das wäre so, wie wenn ich jetzt quasi Kramer nur auf Physik runter reduzieren würde, ne? Also das... Wie machst du das sonst auch immer? Ja, aber nicht, wenn er dabei ist. Ach so. Ah, sorry. Ja gut, das kann ja keiner wissen, ne? Ja. Doch, Kramer weiß es. Ja, dich. Achso, ich wollte mal gucken, was auf der anderen Wiese da runtergekommen ist. Was war das? Welche Fläche war denn das? 147, ne? 147 haben wir. 423.000 Liter. Von der 147. Boah. Ja. Alter. Das ist nicht schlecht. Ist ja deswegen sage ich ja, was meinst du, wie viel wir hier runterholen jetzt? Ja. Ja, ich habe... Ich habe fast die Befürchtung, erreichen unsere vier Silos nicht. Wobei wir... Naja. Fahren wir denn auf unseren Milchviehhof überhaupt was anderes als Gras? Nein. Nee, ne? Hatten wir nicht gesagt, wir nehmen so, ein bisschen doch, Mais doch. Noch, Futtermais? Ja, richtig, sorry, Entschuldigung. Ein bisschen Futtermais noch, ja. Also so ein Silo Futtermais. Ja, genau, ein Silo Futtermais, Rest Gras und Überschüsse in eine BGA rein. Also ich habe die heute... konfiguriert, also in Gang gesetzt, sag ich mal, die Verteilerpunkte alle gesetzt und dann können wir sie starten. Also das ist dann auch kein Problem.
Wer das noch nicht gesehen hat, im Übrigen YouTube-Hauptkanal von mir, ein bisschen Werbung. Eigener Sache, ihr wisst ja, wie es ist. Auf Agrable, seht ihr, wie wir die BGA gebastelt haben quasi. Oh, ja. Benni, ja, musst du noch hochladen. Ja, ich hab hier natürlich gut gebastelt. Ja, aber es sind ja alle auch immer ein bisschen beteiligt, so Gelände weggemacht, dann haben wir uns besprochen, was, wie, wo, was, hier und da und dort. Ne? Also, ja. Ja, aber mehrfach geklöppelt hast du ja. Ja, aber das, ja. Aber es ist jetzt auch keine Kunst, was Platzierbares irgendwo hin zu platzieren. Oh, sag das nicht. Oh, doch. Ich doch, muss man auch ein bisschen Geschmack für haben, ne? Ja, das ist richtig, aber das kann man mir auch nicht anheften. Ich bin heute mal selbstkritisch, weil da habe ich mir ja die Originalplatzierte von Agrario abfotografiert und habe dann immer wieder geguckt, dass ich das in etwa... Hast du nicht gemacht? Habe ich gemacht. Hast du nicht gemacht? Ja, klar habe ich das gemacht. Da hat sich ja was dabei gedacht, der Mann, und da dachte ich mir, erhalten wir das Bild. Bodenlos, gut. Das sieht auch echt gut aus. Ja, eben, so. Wer hat das wunderbar gebaut, ja, oder so? Ja, finde ich auch. Kreativität. Also doch nur Copy und Paste, okay, gut. Ja, sicher. Genau. Jetzt Thomas schreibt gerade eher zwei Silos Futtermais, sonst reicht es nicht. Ja, okay. Ja, die Frage ist, wie viel Ballen wir machen, ne? Na, erstmal sind wir ja im Gras. Ballen kann ich auch null abschätzen. Debur erstmal Moinsen und ne, alles gut nochmal nachträglich, mein Guter. Ne? Happy Birthday! Hast ja bei uns alles auf dem Discord vom LU Wohnzimmer nicht auf die Kollegen reagiert, die haben dir alle sauber gratuliert. Mhm. Und da kommt nix kommt da abgehoben. Da muss er halt einen Kasten Bier rausgehen lassen. Das nützt ja nicht, das stimmt. Das ist auch halt so. The one and only famous. Ja, the one and only famous. Ja. Debur. Spreiter schreibt gerade, das Problem wenn eher eure Silos seien. Eigentlich zu klein für die Menge an Futter, aber im Stall wird es benötigt. Das sind so diese Sachen, die werden uns hier auf dem Weg der Landersum halt verkleiden und erwarten, ne? Also mal gucken, wie wir es machen. Ja. Ich war nicht am Rechner, Mensch. Also hast du das nicht auf dem Handy oder was? Chris, hör mal. Dort gebohrt die Sinne. Das muss doch drin sein, oder? Ja, was? Also. Hör mal. Sag mal. Ja, dann jetzt ab an Rechner, Ladewagen packen und ab geht's. Wie heißt denn der Kanal? Ich hab den Server umgestellt. Was? Nee, cool. Nee, ich meine meine LUWZ-Kollegen, das war auf dem LUWZ-Server. Was sagtest du, Adrian? Es tut mir übelst leid. Ich merke auch immer wieder, wenn ich mir die Uncuts angucke, wie ich euch alle ständig unterbreche. Es tut mir extrem leid, aber... Nee, ich meinte Chris Debur. Dann jetzt ab an Rechner. Wir können noch einen Ladewagenfahrer gebrauchen. Oh jo, das stimmt. Mach dich ran. Na? Dann jetzt. Raubzeit ohne Ende. Auf geht das. Na. Raubzeit ohne Ende, ja. Ja, recht. Ey Chris, du bist aber immer, wenn du mal offene, entspannte, ne, brauchst du nur hier vorbei dengeln. Ich denke auch, dass noch zwei Silos gebaut werden müssen. Das ist natürlich noch ein Ding. Dass wir uns noch behalten können. Ja, Chris, wenn du schreibst, ja, eventuell, ich schau mal, da kannst du auch gleich sagen, ich habe heute keinen Bock mehr, ich bin völlig fertig. Ist doch völlig in Ordnung, Brudi, Mensch. Ist doch keine Pflicht hier. Ich gebe dir noch 5 Minuten. Aber ich muss jetzt hier mal wieder sagen, ne? Ich fahre ja einen JD mit Power Quad ist das, glaube ich. Ich find's halt schon geil, weil am Hang, wo dann dein Waldrad zum Beispiel abkackt, schalte ich hier eine Lastschaltstufe weiter runter zum Beispiel, ne? Du musst am Hang mit dem Wender runterschalten? Naja, muss ich nicht, aber wenn ich meine Geschwindigkeit... Bruder, mit dem Wender? Wenn ich meine Geschwindigkeit halten will, na klar. Also, nee, ich muss nicht runterschalten. Oh. Nein, ich muss nicht, aber er geht dann in der Umdrehung halt schon runter. Also, das ist kein kleiner Hang hier. Unterschätzt den nicht. Ja, ja. Da kannst du schon beinahe rodeln. Du, alles gut, ich hab doch nichts gesagt. Er hat doch auf den Vierzylinder genommen. Ich hab auch nur gefragt, ob er mit dem Wender am Hang runterschalten muss. Ja. Bruder, das ist ein... Oh, jetzt kommt Thomas wieder, Dirk, das ist ein JD. Oh, diese Fan-Fanboys ständig. Dirk und jetzt Thomas, die los. Beiden zusammen, das ist furchtbar. Hm. Da liest du bei LUWZ-Chat, ich kann immer nur Fan. Ja, aber der Fan kann dies, aber der Fan kann das. Der JG kann das nicht, die Gelbfelge kann dies nicht. Genau. Stimmt, ist ein Schwader. Hat sogar recht.
Was macht deine Vorderachse, Tobsen, bla 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 bla. Gut, aber das ist berechtigte Frage. Hat noch keiner gefragt. Hat noch keiner gefragt. Das hast du dir jetzt aus dem Finger gezogen. Ja. Nee. Kannst du vergessen. Märtyrertum. Aber Adrian, was fährst du auf dem Feldweg, dass du jetzt schon wieder auf dem Rückweg bist? Das muss ich echt mal fragen. Was ist deine Geschwindigkeit auf dem Feldweg? 30? Ja, natürlich, 30. Natürlich, ja, aber ja. Sowas von 30. Ja, dann jetzt kommt auf der Werkstatt stehen mit Bier und wieder nee, mit Bier. Nee, ich sag dir das gleich, jetzt bevor Thomas das schreibt oder Dirk das sagt. Das ist ein Fan, der kann das an mit der Also hab ich nichts von mir. Auch aus den Fingern gezogen. So, Ju, danke schön für deinen Prime. Vielen Dank. Kannst du ja im Uncut nochmal nachhören. Okay. Naja, ist doch schön. Ach komm, du wolltest es sagen, du gibst doch zu. Mensch. Na klar, ich hab's doch gesehen, wie das auf der Zunge liegt. Ich nie, da hat die Oberlippe hat nämlich schon gezuckt. Das genau gehört. Der Fan fährt gehört. Wisst ihr, was geil ist? Jetzt kommt. Wenn der eine Mundwinkel zum anderen sagt und, gehst du mit nach oben. Das sind doch alte Männerwitze, oder? Die verstehe ich noch nicht. Oh nein, ich hab Angst. Bitte keine Erläuterung. Nee, ich will's auch. Ich will's gar nicht weiter. Das ist hier. Das können wir hier nicht machen. Wieso? Was können wir nicht machen? Nee, das. Ich möchte jetzt hier auch nicht weiter erläutern. Ach, komm mal, geil. Ich hab grad ehrlich gesagt was anderes im Kopf. Aber ja, sag bloß. Nee. Ich wollte bloß mal von der Thematik ablenken. Ja. Hast du gut gemacht, definitiv. Das war hart geklappt. Ja. Ja. Ihr müsstet das Ganze mal mit dem Golf GTI 16 probieren. Ja. Was? Oder mit dem Trabant, den wir demnächst bringen, ja. Trabant. Bin ich gespannt. Gibt es da auch einen GTI? Weiß ich nicht. Ja, Deluxe heißt der. Also, ja. Genau. Deluxe. Wobei ich mal so geschaut habe, hier so diese Ostrallys, ne, wenn sie hier so eine echte Rennpappe draus gebaut haben, die Dinger waren ja dann echt nicht langsam. So. Nee, waren sie auch damals schon nicht. Die waren schon nicht übel. Oh, wieder absolut nicht aufgepasst. Wieso? Problem ist ja nur, wenn du schon einen Baum gewickelt hast. Ne? Ja, dieser Moment, wenn du vergisst, das GPS einzuschalten. Das kann ja beim Fett doch gar nicht passieren, oder? Ich bin auch kein Fan. Also bei JD geht das nicht einfach raus. Wie? Was fährst du? Ja, Walter. Was ist das denn? Walter. Er fährt Walter. V-Power. Ich fahre Walter. Natürlich. Wieso das denn? Was ist denn da passiert? Tja, das habe ich mir auch gefragt. Leihfahrzeug. Leihfahrzeug. Sein Bestellter ist noch nicht da. Der Bestellter ist noch nicht lieferbar. Ja, dann allzeit gute Fahrt oder was man dazu sagt, ne? Knitterfrei. Ja, aber du, es geht eigentlich. Also. Ey, ich finde den gut. Komme super zurecht mit dem Ding. Ein bisschen schwach auf der Brust, denke ich so, 9, aber fährt sich gut. Ich finde die neuen Modelle ja echt schick, wo sie damit rausgebracht. Finde ich auch. Ja, ich auch. Ich auch. Schick sind die, ja. Ja. Die, ja. Ja. Ja, nee. Nein, ich finde die auch schick, keine Frage. Das ist so eine Marke, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe hier bei uns im Umkreis sehr viele davon mittlerweile. Also im echten Leben. Echt? Geht's bei uns so schlecht, oder? Ich komm an die, ich kann keine Ahnung warum. Es ist bestimmt ein schönes Fahrzeug und sowas, aber es ist wirklich so ein Fahrzeug, wo ich nicht rankomme. Warum auch immer. Ja, glaube ich dir. Aber ich würde auch mehr Deutsch fahren, wenn das mit der Vorderachse anders wäre. Nichts von mir, ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe so ein Spar-Abo gleich mitgestellt, weißt du? Alles ist safe. Der Walter sieht so ein bisschen nach Autobots aus. Ja, stimmt. Das Vorderachs-Premium. Vorderachs-Premium Deluxe-Abo von Yamba. Ja, Wer hat es damals nicht abgeschlossen und Ärger von ich hab's Eltern nicht, bekommen? Ich hab's nicht abgeschlossen. Ich war ein lieber Butchi. Ich hab's abgeschlossen, natürlich direkt von der ersten Werbung. Hol dir Asche aus. Ich glaube, ich hab immer noch diesen Ton, der dann kam, wenn das Abo abgelaufen ist. Den hab ich, glaube ich, immer noch, wenn man mich anruft. Ich weiß es nicht. Ja.
Alles Opfer hier, alles Werbeopfer. Ruf mich auf mein Handy an! Diese Werbung feiern sie immer noch mit diesen Gummischlippis da, jetzt die Typen. Das hat damals doch schon gereicht, wenn du auf diese Internet-Taste, auf diese WAP-WAP-Taste gekommen bist und panisch draufgedrückt hast, um es zu beenden, dein Akku rausgerissen hast und alles Mögliche. Ja. Was war das, WAP? Oh mein Gott. Das sagt mir irgendwie gar nichts mehr. Was war denn das? Internet. Ja, das war so dieses Vorab-Mobil-Internet irgendwie. Ah, okay. Hattest du hier im 33 irgendwas Handy hier, Nokia? Ah, in diesem Knochen, ne? Ja. 3310 und so, und da war das alles. Aber hier mit so einem Frust ist doch der Stefan Raab so, also ist doch der zu Geld gekommen, ne? Der hat doch am Anfang auch so diese Handy-Klingeltöne. Keine Ahnung. Gemacht. Ist das so? Ja. Okay. Sag mal, Felix, das habe ich überhaupt gar nicht nachgeschaut. Welchen Platz hast du jetzt eigentlich gemacht? Ach, Bruder. Chef hat den letzten gemacht. Ganz am Ende hat die Tür zugemacht, wo also das Licht aus. Ja. Warte. Soll ich noch was immer ablenken? Bisschen durcheinander gekommen, glaube ich, irgendwie. Ja, aber selbst dann, also selbst wenn ich nicht durcheinander gekommen wäre, die Boys, die haben halt, was das angeht, also die sind da auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Ich denke auch, dass die ganz andere Ideen haben, wie sie da hinkommen. Ja. Also, was für ein Niveau? Naja, gut, die haben kein Niveau, aber aber gute Ideen haben die. Nein, das ist jetzt ja auch alles nur Spaß. Ach, die haben halt ganz andere, wie es Chris schon sagt, auf so eine Ideen kommst du nicht. Ja. Das sind so Sachen, da kommst du wirklich nicht drauf. Ne, aber jetzt weiß ich's, beim nächsten Mal sieht's anders aus. Und mein Ziel ist dann auf jeden Fall, also mindestens Ansgar wegzuklatschen. Er muss gedemütigt werden, der Mann. Der muss, weißt du, dass er sich einfach wegmutet. Ja. Er war kurz davor. Er war mal kurz brenzlig. Ja, ich habe mich auch wirklich, ich habe ihn zwischendurch auch mal. Das VOD kommt am Wochenende. Wo ich mich nachher richtig für geärgert habe. Also hab ich ihm aber auch gesagt, das war jetzt scheiße. Vom Event. Da habe ich gesagt, wieso? Ich sage ja, weil ich eigentlich meinen Chef ein bisschen unterstützen muss, ne? Ja. Sein aber, Kind, was er vorbeigeschickt hat, da. Ja. Das war gleich zum Anfang. Los, genau. Los, ab in die anderen Streams. Und mach die mal alle ein bisschen fertig. Und dann kam er wieder zurück. Und schrieb in den Chat, ey Ansgar, bei Werner haben sie mich gerade gebannt. Das ist immer schade. Fand ich eigentlich gut. Herrlich, Alter. Da habe ich auch nur gesagt, Ansgar, sag ich, du bist ein 31er. Du schickst die Jungs los und jetzt kommen sie wieder und sind bei den anderen gebannt. Und du streamst kaum. Naja. Warte mal, Chris, mache ich dir eben fertig. Aber er hat gesagt, er will sich dafür einsetzen, dass sie wieder entbannt werden. Ja, die werden dann bestimmt wieder entbannt. Ach so, Chris, jetzt muss ich erstmal, lass mich erstmal schauen, ob ich überhaupt einen Zugang für dich habe. Mach ich mal eben schnell, dann schicke ich dir das. Dann holen wir mal den Debur hier noch mit ran, was? Ach, herrlich. Ja, wunderbar. Felix, unsere Krankenschwester, einen Zugang legen. Ja. So, haben wir den hier noch? Haben wir nicht. Müssen wir neu machen? Mhm. Ein kleines Kapolmäuschen. Was für eine Ferkelei. Nichts als gut. Aber die Idee an sich fand ich echt witzig und auch gut. Definitiv. Das war auch spaßig. Es ist halt auch eine sehr spaßige Truppe, muss man sagen. Auf jeden Fall. Alles geile Jungs. Schwester Felix, Wischi. Nicht mal mit Brudi, das ist Schwesti. Ja, nee, sowas braucht ihr ja gar nicht anfangen zu sehen. So eine Saat findet hier überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist ein guter Boden für so eine Saat hier. Nee. Das finde ich nicht. So, das hier, Game Admin. Dann, warte Chris, warte. Ja. Ach, da bist du ja schon. Da ist er schon. Moin. Nabend. Ja, das hier und die URL brauchst du noch. So, bitteschön, hab ich dir geschickt. Ich darf dich vorbeilassen, Adrian, oder? Nö. Weil ich fahr 20. Ich fahr hier 30, wie gesagt. Ja, ich nicht. Ja, dann fahr ich jetzt halt auch 20, ist doch kein Thema. Wir kriegen jetzt Unterstützung. Das stimmt.
Wenn ihr zu dritt 20 fahrt, ist das dann 60? Nein, ja, definitiv nicht. Bei 1 und 1 ist nicht 11. Okay. Mit Ö oder was? 11? Ja, Ö. Ö. Ah, ja. Ö. Ich hatte nur ein Ö gehört, deswegen. Ja, ja, Ö. Muss ich 30 pro Watt oder Achse oder wie? Hä? Ö war doch für Brocken. Warte mal, Ruhe. 6 Kühe. Ja, warte. 6 Kühe. Ey, scheiße. 6 Kühe. Ja, siehst du, da war's. Ja, Thomas, die Cargos sind schon im... Ach nee, der Cargo ist noch nicht im Einsatz. Haben wir noch gar nicht gekauft. Nee. Das können wir natürlich mal machen. Wir können auch den Cargo sonst für uns kaufen. Naja, genau. Schon fürs Milchvieh. Aber Chris braucht sicherlich noch einen Moment. Ja, ich habe eine ordentliche Leitung. Ja, unser Server nicht. Der Vater hatte. Da kaufe ich den gerade schon mal, oder? Ja, ich würde ihn auf jeden Fall nehmen, weil der halt schön mit der Heckklappe die Animation hat und die Abladegeschwindigkeit bei dem so geil, ne? Ja, 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 stehe ich auch so. Dann, jetzt fühle ich mich schlecht, Adrian. Ich bremse dich aus. Ja, ach du, ich shoppe jetzt gerade hier, um dann anschließend dich wieder aufzuholen. Das ist okay. Okay. Ich kann auch shoppen, sonst fahr halt weiter. Ich fahre ja eben GPS. Nein, ich bin schon dabei. Alles gut. Lollyshock, ich habe einen neuen Logitech-Shifter. Der steht hier hinterm Joystick. Und den habe ich mit einem Leo-Buttoner-Kabel angeschlossen. Das ist ein relativ teures Kabel, aber es funktioniert wunderbar und ist quasi ein eigenständiges Eingabegerät. Janis, moin, sehr. Da habe ich mir auch ein schönes Ei gelegt, Felix. Ich habe ja diesen, wollte ja quasi dasselbe Teil wie du haben. Hab mir diesen LKW-Shifter da gekauft und dachte, nicht. Da gibt es dieses Grundgerät vom G25 dazu. Diese Zeitkonsole da. Und hab das dann überall gesucht und nicht gefunden, bis mir halt irgendjemand erklärt hat, dass ich dumm bin und dass das halt überhaupt nicht dazugehört. Ne? War da auf den Bildern mit drauf. Was hast du jetzt gekauft? Es ist so ein Schaltknauf. Achso, ja, brauchst noch einen Shifter dazu, ne? Ja, genau. Ja. Ich meine, du kannst den Knauf ganz anschließen. Hast du schon mal, was hat er? 3 Tasten, ne? Die kannst du ja schon bedienen, quasi. Ja, kann ich bedienen, wenn er auf dem Schreibtisch liegt, genau. Hast du dir so einen Shifter-Aufsatz gekauft? Ja, genau. Das war ziemlich teuer und ich dachte, ich krieg das Teil dazu. Bei Felix, du, das doch auch, das gibt's doch nicht, so eine Scheiße. Ich hab dabei? Das nicht, wer sagt denn das? Ich hab sowas nicht. Nee, aber du hattest dieses, natürlich hab ich deine Videos gesehen. Nein, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Ich hab so ein Ding. Wärmstens zu empfehlen. Hast du jetzt etwa gerade Tobi mit mir verwechselt? Das ist für uns beide nicht fair. Ja, das tut mir auch überhaupt nicht leid, aber irgendwie bei irgendjemand habe ich gesehen und dachte, ne, das ist doch dabei, das muss doch dabei sein. Ja, weil bei Tobi, auf den Kaufvideos war es halt auch dabei, ne? Da war das ja da reingebaut. Ja, klar, so. Naja, das sind halt so die Momente, wo man merkt, dass man entweder alt oder dumm ist. Nee, der aufmerksame Käufer liest halt auch. Ja, bin ich ja nicht, ne? Nee. Aber ja, dann kaufst du noch einen Shifter dazu, das ist doch kein Problem. Ja, ich habe dieses Logitech-Teil, dieses Originale, und das geht bei mir nicht. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also schließt quasi ans Lenkrad an und da erkennt das nicht. Weder in-game noch irgendwo. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht TH8A Thrustmaster. Passt schon. Echt? Zeig mal her. Ja, der ist der wirklich ist sehr gut. Zu empfehlen. Der ist mega. Der ist wirklich mega. Kannst du mir mal einen Link schicken, Tobi? Ja, ist das Ding, das 200 Euro kostet? Ne, 140. Nee. Ah. Ja, 140 nur. Nur. Schnapper. Was ich irgendwie ein bisschen komisch fand, der Shifter kostet irgendwie 140, ne? Mhm. Der TR8. Mhm. Hast du mal diese Handbremse gesehen? Die ist schweineteuer, oder? Die kostet 120 oder so, ne? Ja. Da passt die Relation ja auch überhaupt nicht irgendwie. Ich sag mal, die Handbremse hätte ich gerne, also ohne die Handbremse, aber die Halterung, das ist top. Weil das geil ist, kannst du an den Tisch schrauben, dann hast du die Schaltung weiter unten. Immer klar, jetzt kommt wieder, kannst du das selber bauen? Kann ich nicht. Nee, ich, nee. Also, nee, vom Chat meine ich, der Chatter. Ach so. Ja, die haben ja alle... Fanatec kaufen für 500 Euro, wenn du Bock drauf hast. Eine Handbremse?
Ja, ne, ja, was richtig. Ja, also richtiger Simulant, der reißt halt auch. Und das Plastikzeug, was wir nutzen, reißt ja dann in alle Einzelteile. Oder? Unglaublich. Jetzt haben wir den Salat, Chris. Komm ich da vorbei? Machen wir jetzt. Gehen wir nach Hause, hören wir auf. Ja. Feierabend. Was machen wir jetzt? Ja. Jetzt haben sie wieder einen versenkt, oder was? Alter, nee. Tobi, was hast du denn für eine Stimme, ey? Mein ganzes Headset ist am Vibrieren. Siehst du? Alter, leck mir am Arsch. Siehst du? Doch gar nichts. Die sexyste Stimme aus dem LS-Bereich. Alter, den war aber wohl Shifter kaufen. Chris, du brauchst gar nee, also jetzt, ich meine jetzt den Farming Goods Chris. Du brauchst ja keinen kaufen, weil der andere Chris, der baut doch auch so eine Konsole, oder nicht? Na, aber doch keinen Shifter. Aber da ist doch das alles drin, oder habe ich das falsch verstanden? Wer baut ich hab doch mal mit einem Shifter. Bei Debur gab es doch mal einen Stream, ja. Wo er da fleißig am Basteln war. Oder? Ja. Ist er noch da? Ja. Hallo? Bitte? Mich? Doch, ja, sicherlich. Hallo. Ja. Ja, aber ohne Shifter. Ah ja. Weil das nur die Konsole ist so. Und Shifter gehört nicht mit zur Konsole dazu, ja. Weil es ja im anderen eigentlich Armbereich ist. Und wie heißt denn das? Lou wahrscheinlich, ne? Pix bei John D. Da gebe ich überhaupt keinen Support, nee, weil das Kubota DLC nicht aufknackt. Oh Mann, genau diese Frage wollte ich ja den nicht auf. Also. Nein, sorry, Budi, aber. Wie heißt denn das Server? Wie heißt denn das Server? Das siehst du, na, LU Wohnzimmer. Wohnzimmer. Einfach LUW. Dann müsste es schon. Da, anders nicht. Genau. Da muss noch irgendwas eingegeben werden? Ja, hast du die Seite noch offen, wo die Mods runtergeladen hast? Sicherlich. Da steht das doch alles, Mensch. Das gleiche, ja, also ihr Chris ist, Alter. Mit dem Farming Dudes Chris habe ich genau das gleiche durch. Schatz, ich vergessen, Scheiße. Ich vergessen. Nee, natürlich. Ja, es ist halt im Alter, da kommst du auch noch hin. Ja. Natürlich. Natürlich. Ja, genau. So, die Alten werden immer mehr alte Männer hier. Shifter-Post. Also, du hast das mit meinem Chris auch schon durch und bei mir hat er vorhin so getan, wie wenn das selbstverständlich wäre, wo ich die Login-Daten schicke. Genau, hat er mir geschrieben, ich brauche noch die Login-Daten. Ich sag, Brudi, hast du doch, steht auf der Seite. Ja? Ja, und dir, das ist natürlich, so gehst du mit deinen Leuten um, Chris? Krass. Muss alles immer ausgewertet sein, wenn ihr dabei seid. Kann man sich hinterm Rücken machen, ist viel einfacher. Nee, in diesem Stream wird dir nichts geschenkt. Warum ein Passwort genutzt wird, weil sobald ihr ein Mod nur irgendwie angepasst ist, kommt da keiner ran. Nee, ist richtig, aber fürs Gefühl. Das ist, ich fühle mich viel sicherer. Ja, dann bringt auch viermal die Eins richtig. Ist nicht viermal die Eins. Fünfmal. Genau, es ist. Habt ihr es jetzt zwischendurch geändert? So, was wollte ich jetzt noch sagen zu der Seitenkonsole? Danke, ja, Dirk war das, ne? Ja, ja, bitte. Natürlich. Ja, das zieht sich alles ein bisschen länger hin, weil der Kollege, der das ja jetzt halt mit mir zusammen macht, hat jetzt auch einen neuen Job und genauso wie ich, wir wollen uns 100% reinhängen. Mhm. Aber ich modelliere das Ding jetzt erstmal halt im Holz weiter, damit ich schneller eine Anpassung machen kann. Mhm. Felix habe ich da ja schon Stunden von voll gequatscht, aber das wird ziemlich geil, wenn es fertig ist. Ja, ich hatte irgendwie hast du in so einer, ich glaube in so einer Tischlerei-Werkstatt oder so gestanden und hast davon da gestreamt auch, ne, eine Zeit lang. Ja, das ist ja hier das Ding, was ich jetzt an der Hand habe. Das Neue wird ja ganz was anderes. Hast du, hast du schon wieder neue Räumlichkeiten oder was? Oder was meinst du mit neu? Nee, der erkennt noch die Konsole, die ich mir da zusammengetübelt habe, als ich meine Holzkonsole hier gebaut habe. Ja. Aber das andere wird ja ganz anders. Ah, okay. Kann das sein, dass der Server voll ist? Nee. Weil ich bin gerade rausgeflogen. Echt? Nee, also der ich probier's mal nochmal. Probier's mal nochmal. Der ist auf 16 Slots. Ja. Das ist dann nachher aus Kunststoff alles und richtig geilen Tasten und so angehaucht. Der Lukas, hau rein. Das ist
Ja, zweiteilig mit Tablet-Halter und also so richtig eingerahmt. Ne? Sehr geil. Tablet-Halter ist echt ein Muss. Ja, und das Stream Deck kannst du auch darauf knallen. Also es gibt so verschiedene Versionen davon. Mhm. Gibt es das auch für John Deere? Ja, du kannst sogar durch farbliche Absetzungsteile jetzt bin ich da. Kannst du dir so die farblich sogar so zusammenstellen? Wenn da eine mehr auf Case steht, dann mit dem roten Ton oder ein Demel, kann man da mit so einem Clipsystem ganz einfach sie so ein bisschen sich schick machen. Sehr geil. So ein bisschen wie so ein SCUF-Controller, dass man sich den selber ein bisschen zusammenstellt. Viele Wiesenbianer, die 31 haben wir gekauft, ne? Das ist alles Bestand. Funktionsweise. Ja. Oh, dann das rum. Ich würde fast vorschlagen, er mietet sich einen noch, oder? Weil jetzt ist ja alles, was Leistung hat, eigentlich ein... Ja gut, das ist, natürlich ein Punkt, ja. Wo muss ich denn überhaupt drauf switchen auf irgendwo? LU. Wessels oder LU? Ich würde sagen LU. Ja gut, aktuell ist es egal. Wessels oder LU, genau. Bin jetzt bei Wessels. Und am Shop steht ein Ladewagen. Und ja, einen Schlepper einfach mieten. Ja, kann ich jetzt vorschlagen. Guck ins Fendt-Regal, da ist bestimmt auch wieder irgendwas für dich dabei. Du weißt, was ich mag. Ja, ja. Ist das ein Dreiachser, der Shop? Nee, zwei. Dreiachs fahren wir nicht, weil wir da in den Stallungen und den Silos Probleme bekommen. Adrian, hast du noch Platz? Enge Einfahrt. Hast du noch Platz, Adrian, bei dir dann? Ja. Weil ich bin voll und drin liegt noch so 3-4 Meter. Ah, okay, das kriegt glaube ich auch nicht mit. Ja, was habt ihr für Maschinen, ey? Naja, wir haben knapp 200 Hektar Ackerfläche und 140 Hektar Grünland. Da musst du schon ein bisschen. Musst du machen, ne? Ja, kann man ja auch mal was fahren, was man sonst nicht so fährt, ne? Ja. Genau. Schokobuda. Geil! Das Motorrad ist das, das Launchschiff. Ja, das ist tatsächlich das, feiern. Ne? Würde ich jetzt tatsächlich feiern. Und da kann ich tatsächlich dann mein Gerät draufbauen, ja? Was? FBM? Nein, also den gibt's hier im Community-Mods-Bereich bei Vertex. Nix FBM. Ist auch kein Pack. Gönnt hast. Das Geile ist, weiß ich ja nicht. Es kam noch nicht zum Einsatz. Squee, vielen lieben Dank und Dankeschön für deine Tipps und Hinweise. Das ist auch. Das ist Color Tree, ein Joystick. Ein Gearshifter halt, ne? Ja. Kommst du das noch weg, Adrian, oder wie machen wir das? Ja, Alter, ich hab das Feld fertig. Du machst mich wahnsinnig von links nach rechts. Nicht, dass du hier mal das hier fertig machst. So, Männers, wo sollen wir drei denn jetzt gleich anrücken? Welche Nummer? 31. 31, alles klar. Ja. Si, Senora. War das was Schlechtes bei euch, 31? Bei 31er, ja, das stimmt. Dann möchte ich das nicht. Ich möchte ein anderes Feld zugewiesen bekommen. Na, ist doch kein Problem. Dann gehst du erstmal noch... Machst du Abfahrer für Kramer dabei erstmal? Ja, das will ich auch nicht. Ach nee, was denn jetzt hier, Chris? Also. Außenabfahrer Kramer oder kommst du klar? Ja, Chris, mein Lieber, über den bin ich auch mal gestolpert. Ich habe mich nicht für den entschieden, aber mich würde mal interessieren, ob und wie das gute Stück denn bei dir läuft. Satoru, an was liegt das? Wie gesagt, das zurückschicken kann ich nicht mehr, kann ich auch gerne mal zukommen lassen, dann probierst du es halt aus. Muss das machen. Die Frage, ob es halt da drauf... Satoru, ich empfehle dir, Easy Development Controls runterladen, dort kannst du das in-game ändern. Das ist ganz easy. Mach das mit Easy Development Controls, geht auch auf dem Dedi-Server, geht überall. Ich und der TH8A. Ja, dann muss es ja gehen, dann probierst du es aus. Was bitte, warte, was funktioniert? Das ist wirklich, brauchst du einen oder was? Ja. Aber macht das lieber einer vom LUWZ wegen der Aufschreiberei oder? Ja, die ist die Frage, ich kann abfahren, aber wo schreibe ich hin? Später in Discord.
Ja, ich schreib's. So wie bei uns, einfach einen Anhänger an die Seitenwand. Ja, geil. Schreib mir eine NPN. Ja, Wahnsinn, wirklich, also diese Tipps hier. Schreib mir eine PN einfach. Ich krieg einfach mal alles im Fan-Katalog an, ne? Achso, ich bin. Ja, mach mal ruhig. Chris, schreib mir doch eine PN auf Discord und da schreibst du die Füllstände rein. Ich vergesse das dann und dann fehlt das am Ende der Saison und dann ist alles wie immer. Sehr gut, so machen wir das. Jo. Gut, da ist bestimmt irgendwo auf dem Hof auch ein Anhängerli. Oder hast du was auf dem Feld stehen? Steht alles auf dem Feld und ist voll. Gut, dann komme ich jetzt mal, hänge ich mal bei mir ab, wenn ich abgeladen habe und fahr dir mal was weg. Bei mir steht ein LKW mit Anhänger voll. Ah, so ist es also. Ich glaube, mit einem LKW kommen wir gar nicht in das Getreidesilo rein, oder? Das ist. Wird das jemals getestet? Oh, unter Umständen könnte das problematisch werden, ja. Auch das wird schwierig. Also, vielleicht soll das aber noch mal einen Drehschemel dahinstellen. Jetzt weiß ich auch, warum ich das machen soll und alles so still ist. Es steht an unserem Hof steht noch ein Drehschemel gespannt. Ja, wir haben, genau. Das doch da hoch. Wir haben drei Drehschemel gespannt. Fahrt auch, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall ist der voll und muss da weg. Ah, okay. Der Chris, nun mach aber auch. Ja, das ist das Grundproblem, nee, hab ich verstanden, auf, aber den Rest nicht so wirklich. Fahr du mal weiter, Ladewagen, ich stell meinen Schwader an die Seite und unterstütze das schnell mit, weil ich hab schon relativ viel hier zusammengeschwadet, so schnell habt ihr das nicht eingesammelt. Bleib du mal in der Kette drin, ich ich fahr noch schnell die Bahn fertig und dann eile ich zu dir. Eile? Ich brauche nicht mehr lange hier. Soll ich dann gleich die nächste Wiese umlegen oder erst aufhören? Wo ist denn der Shop? Linker Hand. Links. Und da, wo er normal auch ist, ne? Ja, genau. Wieso kann ich überhaupt mieten? Ach so, da muss ich als Admin anmelden. Du brauchst Admin, ja. LS1234. Alter, ist er wieder der. Das ist ein unknackbares Passwort. Unerratbare. Ja. Sicherheit geht. Ist mein Master-Kennwort, habe ich überall. Ja, genau. Perfekt. Machen wir heute noch was anderes außer Mähne oder Schwan. Leute, wir brauchen auf diesem Spielstand massenhaft, also was hier viel als Abwechslung kommen wird, sind viele verschiedene Flächen, immer wieder woanders hinzufahren. Aber wir brauchen von allem viel. Jetzt habe ich noch mal eine andere kritische Frage. Wie ist das hier mit Festfahren gedacht? Wieso habt ihr euch festgefahren? Nö, ich wollte den Silo halten. Ach so, das Festfahren. Ja, das wollte Dirk dann machen. Das ist jetzt aber die Frage, die Dirk schon stellte, ob er jetzt noch eine Wiese umlegen soll. Dann musst du Dirk sagen, dass er wirklich sehr, sehr transparent mit dem Festfahren. Sehr transparent. Dirk hat anscheinend schon wieder einen Browser geöffnet. Man hört ihn nicht mehr. Doch, wieso, was, wie? Hörst du mich nicht mehr? Was? Ja, man hört dich wieder. Ja, siehst du. Was ist transparent? Ja, du, bei Festfahren hier auf Silo. Ja, hier muss wirklich. Ist Dirk schon bei mir? Nee. Ich mache jetzt hier noch eine Bahn, dann bin ich. Ja, ich bin eigentlich. Von mir aus kann ich dann was festfahren. Ja, das musst du auf jeden Fall machen. Darfst, kannst du. Haben wir denn irgendwas zum. Nee. Ja. Nur am BGA-Gelände steht der 8R, ne? Nee, um Gottes Willen. Mit 3 Kammer kommst du übrigens durch, Adrian. Ja. Kramer, wie ist denn jetzt bei dir? Ne? Du hast was stehen und brauchst neue. LKW mit Anhänger steht da und der ist voll. Also entweder schnappst LKW. Du dir den LKW mit Anhänger und bringst den und nimmst den voll mit. Nee. Ich bring dir Drehschemel gespannt und nehm den LKW mit. Und tausche dann wieder hin und her und hin und her. Wieso kann ich denn jetzt in das Ding nicht einsteigen? Wie nicht einsteigen? Musst du können. Wenn ich die Fläche hier gleich umgelegt habe, dann das ist jetzt die letzte Bahn zu Ende. Dann fahre ich hin und fahre dann mit dem Waldhaus soweit erstmal platt. Sehr schön. Ich habe halt nur nichts zum Schieben und nichts zum was weiß ich was machen. Aber ja, das brauchen wir noch. Das ist ja eh nicht. Wenn ich jetzt den Feldweg weiter geradeaus fahre, komme ich dann zu 31 oder muss ich woanders? Das musst du deinen Navi fragen, Rudi. Achso. Du musst dann noch, also ich bin glaube ich einmal links abgebogen, dann wieder rechts und dann irgendwann wieder links.
Aber Feldweg ist erstmal ein guter Start. Ja. Feldweg ist erstmal ein guter Start tatsächlich, ja. So, das wird jetzt auch der nächste Weg. Das wird jetzt auch der nächste Weg zu dir, Kramer. Ja, ja. Oh, die 31, das sind ja. Ja, genau. Du sagst es. Im nächsten Galaxie aber noch viel weiter. Chris, also die Burg, Chris ist da direkt, ne? Da ist doch auch der Shop in der Ecke. Das stimmt, oder der Shop nicht? Ist nicht weit weg. Ah, oh, perfekt. So, wow, cool, ob die ganze Einstellung hier noch funktioniert. Uiuiui. Ja, ja, ja. So, ich muss hier die ganze Straße durch. Ich muss eigentlich nur den Hauptstraßenverlauf ewig folgen. Und dann komme ich zur 84 bis zum Kramer, oder? Ja, 84. Den Weg zum Shop kenne ich mittlerweile. Bin mir jetzt schon ein bisschen gefahren. Ja, BGA zum Shop kenne ich auch gut. Das ist auch nur geradeaus. Ja, genau, jetzt noch geradeaus. Okay, das funktioniert auch. So. Ich bin einsatzbereit nach Stunden. Ach, die 31, das ist ja hier um die Ecke. Ja. Kramer, sag doch sonst ruhig das nächste Mal noch ein Stück eher Bescheid. Stillstand kostet nein, Geld. Mehr steht und kostet Geld. Stehst du nicht? Fährst du noch? Nee, ich fahr noch. Ach so, na, dann ist ja schön. Ihr habt doch keine Stümper eingeladen. Nee, das stimmt. Doch, mich. Nein. Erstens mal hast du dich selbst eingeladen. Quasi. Nee, ich wurde eingeladen. Ach ja, genau. Oh, das hört sich ja auch nicht an. Du hast einladen, dann das willst du ja. Kleines Späßchen. Oh, immer willkommener Kollege hier. Weiß er doch. Hast du nichts zu tun? Der Dirk würde jetzt sagen, anders schwierig. Eieieiei. Trudi! Diese Waldra-Fahrer, ne? Kommt mir da einer entgegen? Krass. Ich wo bin ist auch denn hier die Wiese? Wer ist denn der? Ach, wer kommt denn da? Wer ist das denn? Guten Tag. Ach, Tobi, mein Lieber, dankeschön. Warst du voll? Das ist die erste Tour jetzt. Wieso bin ich denn da nicht zur Seite gefahren? Tja, also Angst um die Achse. Da kommt aber nicht viel runter von den Flächen, oder? An Gerste. Oder wie ist der Ertrag? Oh. Also, Thomas sagte doch irgendwas um die 10 Tonnen roundabout. Das ist doch schon nicht ohne. Ja, am Teufel, obwohl. 11,5. Sowas um den Dreh rum. Ihr seid wahrscheinlich nicht so schnell unterwegs, deswegen täuscht das, ne? Richtig, richtig, ne? Die können ja nicht schneller. Ja, ja, also ja. Wir klar. Haben im Schnitt mindestens 2 km weniger, als wir sonst gefahren sind durch Combine. Und das ja, ist ja. Schon 2 km auf dem Drescher kann sich schon bemerkbar machen, ne? Wo ist denn hier die Einfahrt? Feldeinfahrt? Nee, ist quasi von der Hauptstraße aus. Bei der 31. Lass mich vor. Das ist ein 6R250, gibt auch bei Vertex und Community. Oh, ich wollte noch erstbische Felgen nehmen, ne? Aber ich dachte, das trauen sie sich hier nicht. Oh. Doch, doch. Ihr fährt so ein Blunk-Ding. Ich muss gleich nochmal zum. Ich wollte ja auch Blunk, ne? Ich hab sie heute erst wieder gesehen. Auf meinem Discord gibt es jetzt ein Forum. Weg, oben. Und in diesem Forum kann man seine Probleme oder was auch immer. Es gibt ein ganz PC-Forum. Und da kann man neue Posts aufmachen. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Hardware-Gesappel-Kanal. Ah, also der DC ist etwas umgestellt worden. Oder was? Alles nur Moderatoren. So, ich habe keine Silagemittel mit, ne? Habt ihr das auf dem Hof? Ja, das steht. Ja, auf dem Hof. Ja, muss gleich nochmal. Bei der nächsten Tour lade ich das dann mit. Da steht ein Jeep mit Anhänger direkt an der Hofeinfahrt, da ist Silemittel drauf. Jeep. Da steht ein Jeep auf dem Hof. Alter. Ja. Geht los, es ist 22 Uhr, ich hab's geahnt. Ich dachte schon so ein Jeep. Ach, Bruder, was ist ja heute los? Warum hält der denn da an?
Vorderachse abgefallen oder was geht? Wer hält? Ja, du! Halt deine Klappe, Alter! Ich weiß nicht mal, wo unser fucking Getreidesilo ist, Junge. Ja, da rechts. Getreide. Rechts in der Hofeinfahrt und dann rechts das Gebäude. So ein Ding ist das. Ja, guck mal, danke schön, Adrian. Sehr gerne. So wird's gemacht, Dirk. Nicht gleich rumpupen. Du, alles gut. Adrian, wartest du da ja auch nicht? Ich bin auch rein, mein Lieber. Wegen hinterherfahren? Jo. Jo. Ich dachte nur so, warum hält der jetzt an? Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Er ist noch vorsichtig mit dem neuen Halt. Ja, ich hatte jetzt wirklich gedacht, das wäre abgefallen jetzt. Ach, Tobi, was musst du dir alles an? Ich bin dicht am Händler, alles gut. Wir kommen bald dicke Pakete auf den Hof mit eingepackten Vorderachsen. Die sind da für mich. Danke, du hast doch selber schon drum gebettelt. Und tschüss, lol. Danke schön, dein Minister hat umtreten, mein Lieber. Danke. Ja. Alter. Der ist ja so am Arbeiten hier. Ja, das ist sehr ertragreich, sehr dicke Schwaden. Wir haben das mit, oh, ich weiß gar nicht, wie viel Spannweite der Klaas Leimer hat. Das ist schon ein paar. Ja, das ist schon halt ganz ordentlich, ne? Gibt's ein neues Setup-Video? Neues Setup-Video wird's dann geben, wenn ich umgezogen bin, quasi. Dann begleitet ihr mich hier auf dem Weg. Das erste Video Sonntag. Aber wie muss ich denn jetzt hier fahren? Ich muss nah sein. Was ist hier jetzt? Nächste links rum. Nee, man sollte einfach mal das Gewicht hochmachen. Also muss ich eigentlich eine Stunde früher ansagen, dass ich voll bin, oder? Nee, also wenn ausreichend am Feld steht, ist ja okay. Ich sag mal, wenn du weißt, also ich antworte jetzt einfach mal seriös auf deine Frage. Wenn du den ersten Anhänger voll hast, kannst du ja schon mal, ne? Pause machen. Ja, nee, ja, Bescheid geben. Ich bin schon, außerdem bin ich schon fast da. Ich fliege förmlich. Ich bin schon fast da. Ja, 50 macht er 6R, das macht er sonst hier auf der Geraden nicht. Tja. Hat er jemand die Einfahrt gefunden? Der Johnny ist lediglich der Sound von Lenz reingekommen. Ich eine Einstellung, ansonsten, die ich noch muss. Guck mal bei den Farming-Dudes. Sonst fahre ich gleich nur mit dem 724 und dem Ladewagen fahre ich nur 20 km/h. Das kann wohl hinkommen, mein Lieber. Mit dem 724? Ja, ist ein Fan. Du meinst jetzt auf der Straße oder beim Aufsammeln? Auf dem Feld. Ja, aber das ist hier bei dem angepassten Reha so. Nee. Ach, das ist angepasster Reha. Na sicher. Na sicher. Entschuldigung. Also, Trauma ist schuld. Na klar. Angepasster Reha, oh. Das höre ich gerne. Ja, also ich weiß nicht, wie das in der Realität so ist, was man da tatsächlich, wenn das Gras gut steht. Nee, jetzt ist alles cool. Jetzt fahre ich auf 40. 40. Auf der Straße. Achso. Auf dem Feld. 50 fährt der, ne? Der 724. Ja, ich komme auf. Ja, jetzt bin ich auf 50. So, Kramer, ich bin bei dir. Sag mal an, wie soll man es machen? Soll ich das irgendwo abstellen? Ja, dann sperr's noch vor bis zu meiner Bahn und lass es stehen. Das wäre super. Wenn du jetzt gedreht hast, oder wie? Ja, okay. Ein Stück vor noch, in der Mitte irgendwo, oder? Jetzt so stehen lassen. Perfekt, danke. Tschüss. Ja, okay. Ehrlich. Lass dir aber nicht so lange Zeit, weil die Anhänger ist gleich voll. Hast du gerade Anhänger gesagt? Anhänger. Ich bin ultra stolz.
Ich bin total ich begeistert. Ja. Ich nicht. Ich hab mir fast die Tür weggetackert gerade. da war eine Kreuzung. Ich hab da auch viel zu spät gesehen. Oh, das leckt das aber. Die Speicherlecks sind aber echt krass bei euch, ne? Was ist denn da los? Das hab ich auch gerade gedacht. Landersturm ist hier los. Ich muss mal gucken, ob man den Server vielleicht autosave sollte gar nicht so oft sein. Lass mich mal eben schauen. Fühlt sich an wie 15 Minuten. Das wäre dann. 15, glaube ich, ja. Oh, dann ist das noch falsch eingestellt. Ja, tatsächlich. Stelle ich fürs nächste Mal natürlich um. Also, meine Verbindung ist jetzt ja nicht immer so die beste, aber ich habe heute überhaupt keine Probleme. Nee, das sind einfach nur Speicherlecks, ne? Aber das ist. Ja. Also, Speicherlecks sind immer eklig. Also, aber bei uns zumindest. So läuft das. Das zieht er mir weg, ne? Ja, bestimmt 100 PS mehr, ne? 36. Aber hier sitzt ein Depur drauf. Weiß Bescheid. Der Allerechte. Der Allerechte sogar. So, wo müssen wir? Ach so. Ne, passt schon. Ja, sind wir noch richtig? Ja, das ist immer noch sehr verwirrend hier. Muss uns erstmal zurechtfinden. Sind wir nur zwei Abfahrer? Ne, drei. Drei, mit zu dritt. Den dritten habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist Chris, den siehst du auch nicht oft, aber. Das stimmt, so transparent Video. Das ist eine olle Bummelbiene. Tja, ich bin über Feldweg, da fährt man 20 km/h, so. die Abfahrer, wenn die jetzt kommen, bitte am Silo vorbeifahren und dann von der anderen Seite, wo ihr sonst rausgefahren seid, bitte rein. Mhm. Der erste. Auf hier der rechts ist das Siliermittel, Chris. Also ja, die Fruchtzerstörung ist ja wirklich. Nee, kann ich ja eigentlich am Ende machen. Ja. Die Stoppelplattform ist ja wirklich Zucker, was der Cario hier eingebaut hat, ne? Das sieht ja echt mega gut aus. Zusammen mit den Texturen von Bumsnudel ist das natürlich eine geile Geschichte. Ja. Also diese Vogel, wenn ich war, die hat's in sich, ne? Krass. Ja, die ist deftiger als der Rest natürlich, ja. Der allerechteste Waldrahase. Oh, wow. Ja, das ist sehr gut. Dirk hat jede Woche neue Namen, das ist. Das wird jetzt mal so dazu. Heute aus gegebenem Anlass musste ich das so. Chris, du musst gleich schauen, der ist angepasst, der Klaas. Mhm. Da wird erst die Heckklappe auffahren. Du musst dir das einmal angucken, die Animation. Der fängt nicht direkt an. Und dann so zwei, würde ich schätzen. Ja, Max 2, glaube ich. Ja, dann fährst du am besten direkt neben Adrian. Na, sieh. Hast du aber gut abgepasst, ey. Glück. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von hier aus zu unserem Betrieb komme. Immer geradeaus. Nee. So nicht. Ich brauche ein Update. Ein Update? Was für ein Update? Du hast gesagt, wenn der erste Anhänger voll ist, soll ich mich melden, oder? Oh, scheiße, ich bin dann nicht mal 5 Meter weg von dem Feld. Ja, ich wusste es einfach. Kennt ehrlich. Alter, bleib mal entspannt. Ich wollte gerade sagen, Alter, falscher Tempomat hier, Taste falsch gedrückt. Was macht der denn? Was ist da los? Haben wir denn aufgeregt, ist er. Also, alles gut. Debu auf dem Silo, da fahre ich gleich mit 20 km/h nebenher, du. Auf dem Silo. Auf so einer frisch gelegten Wurst. Silo Razor. Silo Razor. Das war schon anders schwierig gerade. Wie finden wir die Map bisher? Klar. Also bisher finden wir uns nicht so gut zurecht. Jo, aber das stimmt. Die Map ist schon schön. Ich habe die anderen noch gar nicht gefunden. Gesehen hast du bis heute nur mich, oder? Mhm. Das ja, so oft auch, begegnet ne? man sich hier auch nicht, glaube ich. Nee. Ich dachte, ich sehe mal Chris. Den habe ich sonst nie in echt gesehen. Ja, ne? Ich bin wieder auf dem Weg zu dir. Ich eile.
Aber stell dich nicht dran, wenn du einen gesehen hast, hast du alle gesehen. Oh Gott. Gib denen doch nicht so eine Vorlage. Du weißt doch, was er wieder draußen macht. Du weißt doch. So, die nächste links und immer geradeaus, so war das, ne? Ja. Irgendwann, also die über. Ich seh dich. Ab wo der Holzzaun anfängt, musst du links. Ja, das ist mein Hinweis. Ah, okay. Lolli, oh, Achtung, ein wildes Chris. Eieiei. Das ist ein Kuhvorspiel, voll mein Freund. Ja, da nur kommt einer angedonnert. Ja, ich fahr lieber vor die Querstraße rein. Ja, ich hab schon gemerkt, du willst mich gar nicht sehen. Das war das gelogen gerade. 50,2 Kubik hier drauf, ey. Wer hat den denn mit 19% überladen? Ihr müsst aufpassen, ne? Es ist maximal überladen hier. Ja, du hast so lange gebraucht, was soll ich machen? Ja, nicht, dann kann ich auch mal ein bisschen hier. Ah, deswegen ging vor uns auch so viel Silbermittel rein, oder? Ja. Hab ich drauf geachtet. Ja. Ja, 130 Liter, ne? Ja. Hab ich nicht drauf geachtet. Ja, hab ich auch. Nee, so geht's. Aber wir werden uns bald häufiger sehen, weil wenn wir zum Beispiel Gülle fahren oder GPS häckseln, das steht auch relativ nah an. Kramler muss die Farmidudes GmbH erweitern mit Mietpersonen so. Zum Beispiel. Du musst da halt so ein bisschen Lohn abziehen, ne? Ist klar. Achso, was krieg ich eigentlich als ja, na klar, Lohn Chris, hierfür? Na klar, ja. Ja, ich habe ja noch meinen Single-Spielstand, da muss ich ja auch irgendwie so zur Kohle kommen, ne? Ja. Machen wir, ist gar kein Problem. Michi, dankeschön für deinen 15. Monat. Ein LUBZ-Fiat. Was ist denn der LUWZ-Fiat? Weiß er selber nicht. In Fiat, da dem LUWZ gehört. Nee, sowas gibt's hier nicht. Fiat? Nee. Sowas fahren wir hier nicht. Ja, da fahrt ja auch Anhänger. Ja. Oh, mercy. Sorry, dass die... Das ist das erste Mal, dass sie überhaupt diesen Class... Alerts so übelst leise sind. Das tut mir übelst leid. Waffe, vielen lieben Dank für deine 11 Monate. Ja, der war auch echt unattraktiv, aber so angepasst, irgendwie bockt das Ding. Jo. Ja, definitiv. Schöne Geschwindigkeiten, man muss so mit, also ich müsste ungefähr mit knapp 2,8 km/h über das Silo donnern. Dann ziehe ich einmal die ganze Wurst. Mhm. Macht auch Spaß heute Abend mal wieder. Nach das Monat. Ist schön, das freut das ist mich. Schön. Wo soll das sein? Ja, bei mir vor der Firma kann ich immer bei Lübeck da so auf die Hauptstraße gucken und dann fährt da immer Holmer längs, T4, zwei hintereinander, Blum fährt da andauernd längs, eine Kettraupe und ein alter Magnum und so, das ist immer geil. Dann ist mir auch egal, ob ich da Kunden sitzen habe, dann wird erstmal geklotzt. Ja, glaube ich. Servicewüste Deutschland. Da haben wir es wieder. Apropos Service, hier steht noch so ein Schwadder mit einem John Deere. Ja, ich. Ja. Ich meine ja nur. Seid ihr, ist es notwendig schon? Nö. Das der Berg hat's in sich, muss ich schon zugeben. Ja, ja. Es sieht gar nicht so aus, aber da bergauf, das merkst du. Meine ich ja auch. Ich fahr Kramer dann noch die Mulde hier wieder zurück. Oh, wir hätten hier meinen Schwad weitergemacht. Ich. Dann kann ich hier die neue Dings anfangen, ne? Jupp, denk, die Mulde werde ich da gar nicht mehr brauchen. Ich glaube, das geht auf die 2 AW80. Echt? Okay, ja. Da ist der bärtige Mensch, die Sonne geht auf. Hallöle! Hallöle! Was? Hallo. Was? Ich meinte den Farming-Dude, Chris. Ach so. Naja. So, hat jetzt mal jemand probiert, hier den LKW in die Kornhalle? Nein. Ja, aber das will ich mir angucken. So lange bleibe ich stehen. Ich würde mir das auch angucken. Ich glaube nicht, dass das... Davon, damit ich es mir auch angucken kann. Wir möchten alle gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da überhaupt reinkommst. Ja. Habt ihr nichts zu tun oder was? Was ist mit euch? Na doch, rein schon, aber der Abgeben geht halt nicht. Ist das nicht ein Abschiebe? Nee. Perfekt. Ich glaube nicht. Ja, gibt's davor, muss das reinschaukeln. Ja. Bleibt ja nichts anderes. Oder hinten in die Halle rein. In die große.
Das können wir natürlich auch machen. Das ist eine gute Idee. Und dann bleibt der nur noch da reinkippen und dann wieder später rausfahren. Naja, ne, ich habe ja in weiser Voraussicht auch so eine kleine süße Schnecke, ne? Habe ich ja hier mit drauf genommen. Echt? Wie heißt sie? Chris. Die heißt Lizard. Heide Witzka. Lizard heißt sie. Achso. Ist auch ein komischer Name. Ja. Lizard. Lizard, ja. Okay. Guck mal, mit Eilrad geht's doch. Kenne ich mich einigermaßen mit aus, mit so kleinen. Okay, ist gut, das ist gut, Jörg. Ist gut, ne? Ja, ja, ist gut. Ist gut. Ruhig. Ruhig. Ruhig, alter Mann. Ah, alles gut. Gut, das könnte ja aber auch eng werden, ja? Und da steht auch was drin. Ne, die Halle ist ja. Ach nee, die Halle, die ist doch. Schon nach 10. Ah, die Krampe Sattelkipper haben Schubboden, Biedel. Okay. Was? Ja, die Krampe, ja, okay. Ich hab aber hier keinen Krampe. Dann können wir noch austauschen. Ich finde den Reich aber geil. Ja. Er hat geil gesagt. Ja. Gute Nacht, hau rein. Was? Der kleine Mann. Achso. Gute Nacht an den kurzen. Gute Nacht. Der hört euch nicht, der hat. Ja. Ja, dann riecht es gefälligst aus. Also Uncut. Uncut regelt. Ja, stimmt. Oder willst du etwas sagen? Nee, er guckt keinen Uncut. Im Moment keine Chance. Was? Im Moment schwierig. So, dann wird er wieder entzogen. Wer hat die Fans hier gemacht? Angepasst? Die was? Ja, das ist glaube ich Schnibbel Original. So, weil. Vom Mod-Hub. Ach, deswegen kommen sie mir so bekannt vor. Das Tablet hier, das vordere Tablet, das flackert manchmal ein bisschen. Aber nee, alles gut. Boah, damit würde ich den ganzen Tag fahren in echt, echt. Das ist. Hätte ich voll Bock zu. Würde ich meinen Job sofort für aufgeben. Na, hast du mit Blunk mal gesprochen? Ja, ich, Elvira, also Frau Blunk, hatte mir das ja damals angeboten, dass ich jederzeit gerne mal vorbeikommen kann. Kann mich ja jemand einweisen? Dazu. Wer steht denn hier so rum? Wer ist denn das da? Komm. Tobi, bist du das? Du bist das, ne? Ich bin das, ja. Ich habe alles schon bereitgestellt zum Klippen. Ist eigentlich unmöglich, hier reinzukommen, oder? Nee, du. Du, das ist so wie beim Schneidwerkswagen einweisen, weißt du? Ich glaube, das Ding geht ach richtig so schief. Ja, stimmt. Habe ich nicht dran gedacht. Drück mal weiter. Da ist doch gar kein Bahnübergang in der Halle. Kann doch gar nicht schief gehen. Du bist jetzt mal ruhig da. Stopp, 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 stopp. Stopp, kommt ein Zug. Manu? Kannst du vor ein bisschen gerade ziehen? Nicht viel, aber ja. Das dauert wieder. Sollen wir euch einen Bahnhof an die Wartehalle bauen, oder? Hast du eine mitlenkende Hinterachse? Ich glaube, nein. Gut, dann lenk mal volle Lotte ein, dass du noch weiter rechts rüberkommst. Beim LKW hinten, die Achse lenkt doch gar nicht. Nee, haben wir einen Abschlepper hier? Stopp. Er schiebt über die Hinterachse weg. Abschlepper? Nee. Wie reicht das nicht, Tobi? Du musst noch weiter einschlagen, sonst kratzt du dir schön die Bordwand auf. So komm ich nicht rein. Versuch, den Berg hochzukommen. Ja, doch. Jetzt bist du bist haarscharf. Haarscharf, mein Lieber. Haarscharf ist mein Motto. Aber ich glaube, so komme ich nicht rein. Dann versuch nochmal gerade zu ziehen und dann drück nochmal zurück. Das schaffst du nicht. Ich glaube, es ratet schon. Doch, ich bin hochgekommen. Aber ich muss nächstes Mal leer runterfahren und dann den Berg hochfahren. Jetzt nur, ja. Oh, da ist er. Dem Chris. Blick auf. Du kannst ganz links noch das Zeug nehmen. Okay. So, lenk jetzt schon mal voll ein. Ja, ich muss mal da, der Typ. Ja, lass mal kommen. Und langsam gerade werden. So, Dirk. Ja? Links, rechts, Mitte. Gerade und das war's. Da, wo der Blinker leuchtet. Wieso bist du denn schon wieder da? Weil ich schnell bin. 60 km/h.
Von der anderen Seite! Ah. Nächstes Mal bitte. Nee, alles gut. Jetzt bin ich wieder draußen. Ja, auch gut. Vorwärts rein, da hat er Stream am Machen, ne? Ja, klar, für die halbe Stunde. Also wir sind dann weg. Aber du kannst ja, das immer gern machen. Nee, das lass mal. Oh. Irgendwann im November wieder, dann geht's wieder los. Differenz mit dir, Junge. Nix. Klasse. Mensch, da ist aber hier. Na, das war teuer. Ach, was denn? Aber das LU sollte tatsächlich drüber nachdenken. Über Schubboden. Ja, Lars, war echt unspektakulär. Ja, hast du recht. Ja. Nichts passiert? Nein, kein Clip rausgeworden? Nö. Ich glaube, eine Begrenzungsleuchte haben wir hinten abgefahren, aber sonst. Ja, nee, sonst läuft eigentlich. Das geht ja. Das geht ja dann. Ja, LU hat ja Kohle. Die haben Geld. Kommt das Geld? 23 Millionen? Da, wir sind noch nicht. Das ist nicht final. Das ist noch nicht final. Das müssen wir noch korrigieren. Ach, die Geschichte wieder. Nee, wir haben nominell haben wir 460 irgendwas zerquetschte. Nee, 360. 360 irgendwas zerquetschte müssen, aber auch, oh, wie viel waren das im November? 300.000 Euro Pacht. Genau, 300.000 Euro Pacht. Das wird schon alles nicht, ja, wird schon eng. Dürren wurde jetzt auch irgendwie 400.000 bezahlen müssen, Pacht und Zins und so ein Zeug. Mhm. Für uns sieht's auch ganz schön eng aus. Adrian, ich komme die Straße runter, ne? Mhm. Ich fahr dann die Außengeschichte oder soll ich die Diagonale nehmen? Sag jetzt, ich mach das andere. Sag jetzt, ich mach das andere? Ja, was sag jetzt? Was du nimmst, ich nehm jetzt. Die andere. Jetzt. Jetzt. Mal gucken. Oh Mann, ey. Ich nehme die Diagonale. Alles klar. Das tangiert, cool. Das tangiert ihn aber peripher nur. Na, Hauptsache überhaupt. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, bei den Straßen könnte es gewaltig werden mit Reha und Bremskraft und so. Ja, ja. Da machst du schon mal ein bisschen reinpeppen. Da machst du nichts. Kramer? Oder wer ist das angepasst hier? Das ist Kramer. Ja, dann sollte man lieber einen anderen Weg nehmen. Welches ist das nächste Feld? Das ist so gut angepasst. Ja, passt doch perfekt. Welches das nächste Feld ist? Mhm. Das klingt gut. Warte. Wir gucken mal gerade. Seid ihr da schon durch? Brauchst du Unterstützung noch? Du, Dirki, ich möchte sagen, das sind hier noch so 7, 8 Reihen oder so. Und dann ist das. Hey, Pardo, du bist doch voll. Dann, ja, du hast einen LKW. Ja und? Kramer, dann gern bei uns am Hof. Das war Felix. Ja. Sag mir noch. Das ist ein Hotel Only. Scheiße, ich hab ganz so 184, so die Ecke da. 183. Das war deine Chance, Chris. Hättest du blockieren können und hättest du ein Autogramm zwingen können. Quasi. Hat er ein Autogramm? Ich doch schon. Ich hab doch eins mit Widmung. Mhm. Ja, hast du sowas nicht? Wie geht das? Wo warst du denn zu fahren können? Musst dein Körper dafür aber nicht verkaufen, oder? Das ging auch so. Ein Drücki. Ein Drücker lieber. Drücki. Ein Schmatzer hat er schon gekriegt. Ja. Ja, alle paar Jahre sehe ich den Felix mal. Mhm. Nee, es ist kein Gramm älter geworden. Mhm, danke, aber. Aber auf der Mütze nicht abgesetzt, ne? So, wo möchtest du hin, hier, weiterer Master auf die Saste? Bitte, durch die Mitte. Von der anderen Seite wieder? Ja. Habt ihr denn da einen Gespann stehen bei euch? Ich bin auf dem Weg zu dir, Kramer. Ja, ich bin schon auf dem Weg zum nächsten Feld. Dann bitte Felix 283. Also bei uns hier am Hof. Oh, nee! Ja, sonst nimmt doch jetzt die Drehschemel, wenn das mit den LKWs nichts wird. Die Drehschemel sind voll.
Gut, dann fahre ich zurück zum Hof und lass den Kram da stehen. Ich hab's aber rechtzeitig angekündigt. Ja, ich hab's nicht mitbekommen. Ich dachte, das geht um die Grasboys. Die Grasboys, jawohl. YMC Gras. Super, das war so authentisch, dass ich dann mit dem Copyright Probleme bekomme. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Alter, was ist denn hier mit dem Silo los? Geht vorwärts, ne? Ja, ich steck einen halben Meter drinne. Naja, wir haben nicht so richtig die Dichtmasse haben wir hier nicht. So, mein Tempomat mache ich mal auf 80 da, aber niemanden verraten. Was habe ich verpasst? Muldeschrott? Nein, Thomas, alles bestens. Boah, ja, 64% Verdichtung. Thomas, wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir, glaube ich, Abschiebewägen bräuchten. Ja, Schubboden wäre mega LKW. Gut. Also der LKW würde, glaube ich, in die Halle passen. Oh, shit, rechts vor links, sorry. Würde in die Halle, in die Halle passen, aber abkippen kann er dort nicht. Und dann kommen die Krampe zur Meldeuhr. Okidoki. Sehr schön. Hier in der Wiese ist auch noch einer am Hof. Ja, du bist doch voll, Felix. Nö, ich bin leer. Etwas festen hier leer, links nach rechts. Aber ich bin voll! Ja, ja. Was? Voll. Ja, ist ja ein Verkehr. Oh, hat der Fendt jetzt von hinten gedrängelt? Ist gerade richtig gesehen? Hast du mich gerammt? Nee. Ich bin hier die langsamste Kutsche. Nee, das bin ich. Okay, das kommt hin. Mit der Kutsche oder dem Lanker? Beidem. Aber ich habe doch keine Pferde. Stärken, also Pferde stärken. So. Das ist quasi das virtuelle Pferd. So, dann hole ich mal noch die Anhänge hier ab. Ja, da könnt ihr locker noch zwei Abfahrer mehr mitfahren bei dem Wiese, ne? Easy. Aber ist auch cool, dass man nicht immer gleich die ganz großen Ladewagen hat. Nee, also wir als Milchvieh zum Beispiel sind ja auch in der Region 250, 350 sowas in der Dreh PS. Und das LU hat ein bisschen dickere Technik, ne? Ja, aber 200, 300 PS ist auch schon dick. Ja, aber guck mal, bei der Fläche, die wir zu machen haben, wir auch, ne? Ja, du kannst ja auch Fläche schaffen, bloß mit vielen Schleppern, ne? Ja gut, aber dann bräuchten wir ca. 26 Mitspieler. Aber nee, pass auf, Chris, du weißt ja, wie es ist. Wir sind ja auch nur, sagen wir mal, Kernzeit 6 Stunden pro Woche. In 6 Stunden pro Woche schaffst du ja sonst nichts, ne? Ja, das schockt ja auch. Also man will ja auch nicht hier mit 3 Meter arbeiten, ne? Ne. Also, nee, da habe ich mich gegen. 4 hätte ich vielleicht noch mitgemacht, aber 3 ist schon. 6 Meter ist schon ganz cool. Ja, ich denke auch. Der Thomas, Bjarne, der zockt heute nicht mit, weil er real auf dem Schlepper kratzt. Warum eigentlich überhaupt noch kippen, wenn es Schubboden, Abschieber und... Ja, ich weiß nicht, ich fand die Modelle halt ganz... fand die damals schon schön und... Aber es ist sehr unpraktisch jetzt, ja. Mitspieler wären bei euch, glaube ich, kein Problem. Nee, ja, und CP machen wir nicht. Das möchte schon alles von Menschenhand bedient werden. Aber ich bin mal gespannt, jetzt kippen wir das alles. Ach scheiße, wisst ihr, wo das Problem ist? Wir haben jetzt Häufchen gemacht. Wird die Masse des Häufchens angezeigt? Wie viel Liter das sind? Gute Frage. Weil ich kipp ja jetzt... Was hast du einen Mod für? Na, ich weiß nicht, ob das...
wir das drauf haben. Ich gebe die Drehschäme jetzt gleich noch ab und dann würde ich das gerne mal vergleichen wollen. Wo ist denn hier eine fucking Ausfahrt? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wenn du daneben stehst, ja. Aber ich glaube nicht. Nee? Oh, das ist ja mies. Ja, Felix, du hast ja aufgeschrieben, wie viele da drin waren. Nee, ich bin modern. Ich gucke mir einfach den Stream nochmal an, spul zurück und gucke an der Stelle einfach, wie viel ich drin hatte. Das dabei selber heißen. 18. Aber danke, Dirk, dass du so... Wieso? Was ist? Nee. Sehr aufmerksam von dir. War das gerade nur der Finger bewundert oder war das ganze Salzpass? Auf jeden Fall war es wahrscheinlich ein Arschbohrer. Ja, genau. Der sogenannte Abu. Ja, ja, genau. Ja. Anders schwierig. Ja, anders schwierig. Abo-Karte. Ehrlich. So, was habe ich denn hier überhaupt gefahren? 5 Kilometer habe ich im 6R schon abgerissen. Wahnsinn. 5? 5? Ja, ich Kilometer. Schon 40. Ja, ihr fahrt ja die ganze Zeit hin und her. Mein 6R steht ja mal wieder mehr, als er bewegt wird. Oh, so viel habe ich schon gemacht, Jungs. Und ihr? Oh, der Adrian, ja. Erst Moped hier sagt 57. Mhm. Bei dem Meter ist er schon 9. Mhm. 6,2. Mhm. Sag mal, was ist das eigentlich von. Wie nennt sich dieser Mod? Wo sind es dabei? Bei welchem Pack? Dieser Kilometer. Das ist ein einzelner. Du hast ihn ja jetzt. Bist du vom Baby, ne? Kann sein. Ich glaube, der ist schon. Ich weiß es nicht hundertprozentig mehr, aber ich meine, der ist vom Baby. Das kann durchaus sein. Muss man dann auf dem Server, da steht's ja dann. Ja. Von wem der ist. Ich fand das mal ganz witzig. Ich wollte immer mal wissen, wie viele Kilometer man so abreißt. Ja, wir hatten da mal einen anderen, aber der hat irgendwie Fehler mit Precision Farming gemacht, leider. Ach so, nee. Dann müssen wir den entfernen. Der läuft. Da konntest du auch noch einstellen, Gesamtkilometer und Tripkilometer. Konntest du da dir einzeigen lassen. Ja, das ist doch hier auch, oder? Der hat Trip. Ich meine, das ist hier auch. Ja, Gesamt sehe ich nicht. Aber Tripkilometer. Nee, Trip, ja. Ah, dieser hier funktioniert super. Ja. Es hat noch keine Probleme gehabt, nee. Ne? Deswegen nicht. Alter, ist der am Arbeiten. Geil. Ich hab vorhin den Berg hier hoch, ne? Das sieht gar nicht so steil aus, aber... Ich glaube, man unterschätzt das. Merkste. Das ist schon ordentlich, ne? Ja, ich komme da mit 8 km/h hoch. Ich werde versuchen, gleich Schwung zu bekommen. 8 km/h? Ja, schnell schaffe ich das dann nicht hoch. Wie viel hast du denn da schon drin? Wenn ich 100% habe. Ach so, naja gut, wenn der, was hast du denn dann hinten dran? 40 Kubik plus Eigengewicht, ja. 36. Oder 36 ja. Plus Eigengewicht, das ist halt schon, ne? Schon satt, ne? Ja. Ist der hier auch auf BA eingestellt, der Temp? Ich glaube, das ist komplett aus dem Mod-Hub, der ohne irgendwas dran gemacht. Ohne weißes Problem, ne? David, moin. Ja. Und der Ladewagen ist wahrscheinlich eingestellt, ne? Nee. Ich glaube auch nicht. Also reha-technisch ist da nichts geändert, nur die Ladegeschwindigkeit. Abgesehen vom Sound gibt es den Shitty zum Download. Also den Sound gibt es auch zum Download. Langsame Ladegeschwindigkeit auch richtig geil. Guck doch mal bei den Farming Geeks rein bei Realistik-Anpassung. Drüber gut, die große Variante davon. Ich liebe den ja, den Ladewagen. Oh. Strautmann, ja. Da haben wir. Also, ja, da gibt's, haben wir auch gar nicht so viel. Ne? Wir hatten immer die von der Rade, die kleineren. Größere sind wir jetzt noch gar nicht so bestückt. Also in der Regel ist es ja immer so, dass man so auf Maschinen steht, die man in der Realität halt viel sieht, ne? Also die man viel so in seiner Region fahren hat. Habt ihr bei euch denn viel Strautmann? Weil bei uns habe ich noch nie einen gesehen hier.
Wir hatten Björn haben wir. Aber das war so die gleiche Bauweise wie der Schraubmann. Kann sein, dass er bei uns auch runter ist, Björn, weil er auch Probleme gemacht hat. Hack sozusagen, diesen XXL hieß er früher. Ja, okay. Aber den gibt's ja im LS nicht, aber der kommt so in diese Zeit, wo ich noch landwirtschaftlich aktiv war. Vor meinem Vater auf dem Hof. Deswegen, der Ford 6810, das ist der, den wir auch auf dem Hof hatten. Aber du spielst im LS nicht mit einem 70 PS Träger. Ja, das stimmt. Also ich könnte jetzt schon fast komplett den ganzen Hof an Mods zusammenstellen. Ford 4000 fehlt noch. Dann hätten wir das, was wir früher hatten. Und wie viel Hektar habt ihr gehabt früher? 65. Ja, okay. Da wird sie wahrscheinlich heute auch nicht mehr weit mitkommen, ne? Nee, die ganzen. Entweder haust du richtig mit rein oder gibst es ab, ne? Ja, bei uns hat einer mit der Biogasanlage das Land, der hat jetzt 200 Hektar oder so. Und das ist schon eine große Nummer bei uns. Das glaube ich, ja. Da steht dann auch die große Amazon-Spritze bei uns auf dem Hof. Da denke ich mir immer, Alter, selbst die Geräte, das Ding ist ja groß wie ein Haus. Ja. Ja, das, wenn man das mal live sieht, also für mich als Großstädtler, ne? Und das war schon auf der FarmCon allein so bei den Traktoren schon extrem. Also. Drescher, wir fahren zwei Lexion 7700, also das LU. Drescher fährt zweimal 7700. Und das sind von den Dorfdödels. Das sind die besten Lexions, die du bekommen kannst. Das stimmt allerdings, das stimmt. Ja. Die sind wirklich gut. Nicht die von GFD? Na, das sind doch die. Warum heißt das denn Dorfdödels? Weiß ich nicht, aber das, also GFD sind Dorfdödels. GFD war früher im Elva, der hat immer so geile Bilder gemacht auf seiner Website. Ja. Ja, die gibt's schon ewig, wenn das der noch ist. Ich gehe mal davon aus, dass das der noch ist. Weil das war, glaube ich, im Neuner oder im Elber war da schon. Hat immer ganz viele Bilder gemacht und Pics, also waren richtig geil. Hat aber damals nie was rausgehauen. Müsste ich auf den Discord gucken, welcher Name das ist. Ich habe auch mit den Leuten schon geschrieben, aber ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Ich und Namen ist sinnlos. Ja, ich stand auch auf der FarmCon vor ihm und. Ja gut, das ist dann bei mir eh ganz sinnlos. Das ist halt immer so geil, die Leute sagen, ey, yo, moin Fix, wisst ihr, wer ich bin? Nee. Tut mir leid. Woher, ich weiß es doch nicht. Deshalb finde ich es immer gut, wenn manche einfach T-Shirts dann anhaben. Also, es war zumindest sehr praktisch. Haltest du auch nicht an? Nee, ich mag das ja auch nicht. Was muss dann auf dem T-Shirt draufstehen? Hallo Felix, weißt du, der Name? Nee, der Name bitte einfach. So wie bei mir auf der Horsch, da hatte ich hinten drauf, rate mal, was bei kommt, du Spaddelkopf. Was? Oh Gott, sehr gut. Das hat PJ gemacht. Kannst du mal machen. Kannst du mal machen. Ich hatte einen, ich glaube älterer, was heißt älterer Herr, der war mit seiner Tochter da, die Tochter wollte ein Autogramm. Und er hatte ein schwarzes T-Shirt und es war der Undertaker. Kennt man den Undertaker? Hallo. Ne? Und der Undertaker, ist das so ein älterer, etwas korpulenterer Herr? Und ich fragte ihn dann halt auch und ich hatte nicht das Gefühl, dass er es gern gehabt hätte, aber weil es sonst eine unangenehme Situation gewesen wäre, hat er eins genommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich besonders gut leiden kann. Aber ich habe ihm trotzdem eins gegeben. Das ist nett, wie du bist. Netter, ne? Ja. Oh, hier wird gedroschen, ne? Im Juni. Ja, Gerste, ne? So, Dirk. Aber Blinker leuchtet, bitte rechts von dir, ne? Man sieht das nicht so gut mit diesem Lauflicht. Ja. Muss ganz ehrlich sein. Glaube ich. Ach, ich mag meinen 6R. Es ist mal wieder schön, auf dem 6R zu sitzen. Ja, der ist auch schick, muss man schon sagen. Ja. Aber ich freue mich auch mal Fan zu fahren. Also ich mach's ja nie. Ja gut, bin ich jetzt auch mal schön. Ne? Weile gefahren.
bist, dann fahr du einfach auf die linke Seite. Ja, wo du gerade längst gefahren bist, ne? Ja, ich fahre gerade runter. So, Deichsel hoch und Gattage. Aber ihr müsst bald zumindest auf dem Lohnerhof mal noch Platz für Fendt lassen. Hm. Ja. Ist keiner vom Lohner heute da? Ja, da gucken wir mal, da wird schon Platz für kommen. Da ist Platz für da. Da, für Fendt. Ja, also dafür, ja. Jetzt verstehe ich's. Boah, Alter. Das hat aber gedauert. Ja, ja. Das ist manchmal schwierig. Also mal würde ich hier gegen die Wand kippen. Rama hat nämlich bald zwei Geräte in der Werkstatt und wenn die bei ihm in der Werkstatt waren, ne, dann ist es bescheuert. Wir haben euch ja gesagt, wie wir das gern hätten. Ja. So machen wir das dann auch. Das schon auf Kaffee und Kuchen mal vorbeikommen. Ja, so ist das definitiv. So, wieso sind denn die hier aus? Wer macht denn sowas? Ist du mich vor? Ja. Ihr vergesst aber nicht, dass die Werkstatt Winterpause macht, ne? Dankeschön. Ja, nach Winterpause macht die. Was? Direkt nach der Sommerpause quasi. Nein, Winterpause. Na Dirk, vielleicht müssen wir da wirklich mal noch irgendwie Schild und sowas holen, ne? Ja, irgendwas müssen wir haben. Also Schild, Gras schiebt man ja nicht, ne? Ne, wir haben den Viking wieder da. Ich weiß, du magst den nicht, aber der ist ja für Gras eigentlich perfekt. Also ja, gerade also bei sowas jetzt hier könnte man schön mit dem reinhalten. Soll ich den mal holen? Ja, mach mal. Und ich hol den mal. Halten. Ja. Hol mal und dann halten mal rein. Ich halte den gern mal rein. Soll ich den dann mit Anlauf rein oder? Alter. Was denn? Du bist nach 10, natürlich. Nein, Chris kam hier mit Vollspeed, der geht nicht vom Gas runter. Warum denn auch? 3, 4, 11. Ich hab doch Lichtung gegeben, das reicht doch. So, ja, zum Shop auch schon wieder ewig weit, ne? Ach du Scheiße. Ja, das ist ein Stück. Überlegt man sich hier dreimal, ob man zum Shop fährt. Ja. Oh ne, geht doch ohne. Einmal so durch die Mitte. Ja, gab's da nicht im 19er so einen Mod, dass du dir das liefern konntest, liefern lassen konntest? Naja, da ging im MP nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist mittlerweile. Nee, geht. Aber wenn du eh runterfährst, Felix, vielleicht kannst du ja noch was mitbringen. Was denn? Das kommt jetzt ganz rum. Weiß ich nicht. Noch irgendwas zum Anhängen eben. Irgendwas. Naja, wir haben ja sicherlich noch was zu kaufen. Ich weiß, ja, aber, ja. Aber was? Ja gut, dann. Ich weiß es echt nicht jetzt, also. Ich meine, du hast prinzipiell absolut recht. Muss bloß gucken, ob du Gewicht vorne dran hast, ne? Hab kein Gewicht vorne dran. Ja, dann war es auch Vorsicht, ne? Nehme ich mal noch eins mit. Yo, Bumper, ich hol mir noch einen Bumper. Du kannst aber auch noch tanken, wenn du schon dort bist. Tanken? Ich bin 5 Kilometer gefahren. Ja, aber der ist ja lange in Stand gelaufen. Das mit der Innenansicht, das ist ein Headtrack-System. Das übermittelt meine Kopfbewegung ins Spiel und das ist Hardware. So, irgendwann muss ich hier mal rechts rumfahren. Ich denke, die nächste nehme ich mal. Oder ist das hier noch eine, das ist noch eine Feldabfahrt. Ach ja, na mal gucken, wie lange werden wir brauchen, um die Strecken drauf zu haben. Sei auch das Schöne, dass Thomas den Auftrag hatte, also den Auftrag in Anführungszeichen, die Felder möglichst zu spreizen. Hat er geschafft. Hat er geschafft. Also den Weg zum Shop, den kenne ich jetzt. Ich nicht, hast du einen über die Feldwege? Nee, ich fahr immer geteerte Strecke. Die wird die ganze Zeit fahren. Ja, weiß ich ja nicht. Abfahrer, das ist der beste Weg zum Shop. Mhm. Na gut, über die Feldwege bist du halt langsam, ne? Mhm. Also Hof rechts raus, bis zum Zaun dann links, bis nicht mehr geht, wieder links. Das ist einfach. Radlern ist nicht langsam auf den Feldwegen. Das haben wir vorhin schon festgestellt. Also. Ich.
Ich fühle mich gemobbt. Und zu Recht. Der Mobberator. Komisch, das sagt er jedes Mal, ne? Ja. Also irgendwie. Und wir sagen jedes Mal, 8 von 10 Leuten finden Mobbing völlig in Ordnung. Ja. 5 von 6 Leuten haben mit Mathe nichts am Hut. Den hatten wir schon, den hatten wir schon. Da fällt mir immer dazu ein, das ist halt, passt halt dazu. Ne? Das stimmt. Haha, Matze, werden wir jetzt auch Tracky R holen, kein Bock mehr auf Maus. Das sagen wir doch die ganze Zeit schon. Geil, Mann, geil. Ja. Gut, aber ein Feldweg dauert jetzt natürlich, na, ob ich da bis 23 wieder am Hof bin. Wieso wurde denn hier das letzte Schwad nicht geschwadet, wenn ich mal fragen darf? Weil ich dann frag los musste, um ich musste los, um Kramer abzubunkern. Genau. Und er hätte ja schon seit einer halben Stunde wieder da sein können, aber jetzt hat er einfach keine Lust mehr. Ich hab's, ja. Nee, ich hab's vergessen. Ja, natürlich. Ich springe hier wirklich von A nach B, ja, ne? Du hast es aber auch wirklich manchmal nicht leicht. Schwer, nee, es ist wirklich, ist kein Zuckerschlecken. Nee, bin ich bei dir. Jacob, I use a Hattrack system, and the Hattrack system teleports my movement, my head movement, into the game. Via, Hardware. Anders schwierig gerade. Was denn? Mein Valtra fährt nicht mehr. Hast du diese Sprit alle gemacht, oder was? Nee. Hast du dich festgehalten? Ja, Valtra steckt fest. Valtra steckt fest? Scheiße. Ja. Axtschaden. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich vor der Achse irgendwas ist nicht in Ordnung hier, aber jetzt pass mal auf. Getriebe. Oh, Alter. Mein Gott, ey, was so ein richtiger Valtra ist, ne? Mein Gott. I try it. Thanks, Gott, Jacob. So ein Ding. Ja, also der Feldweg ist echt nicht der goldene Weg, ne? Definitiv nicht. Das Problem sitzt wie immer am Steuer, Lightning. Okay, gut. Das lassen wir mal so hingestellt. Ja. Nee, ist so. So, auf mich trifft das zu. Nee, also ich hab von dir, hab ich heute keinen Storno vernommen. Deswegen ist er so still. Ach weil so. Er die ganzen Stornos alle nicht gemeldet hat. Ich hatte das schon den einen oder anderen definitiv, da bin ich ehrlich. Und sag ich aber auch nichts zu weiter. Da sieht man's ja auch. Ja. Ja, bei Tobsen sehen es ja auch Leute, aber halt stimmt, bei Tobsen sehen es ja auch. Ja, aber das ist so. Wenn sie dann kommen, dann sind sie ja auch gleich immer festgehalten für die Ewigkeit. Mhm. Oh, ich bin so schlau, Jungs. So. Profil Smooth, volles Smoothness und Beschleunigung 1-2. Ja, ich mache aber hier auch gerade so den kleinen Kram hier. Jojo. Diese Schwart, die, naja, ich sag mal, derjenige, der geschwartet hat, der war nicht ganz so genau. Ja, das lag am GPS-System. Fahren mit GPS-System. Also. Ja, na klar. Oh. Der moderne Fahrzeugführer von heute. Ja, der führt das Fahrzeug nicht mehr. Richtig. Hey, hey, hey. Das ist einfach. Naja. Hauptsache, es heißt Anhänger, ne? Ja. Das sagst du ja nicht dazu. Ja, das heißt auch Anhänger. Anhänger hast du zwischen den Beinen. So, genau. Und jetzt wissen wir nämlich. Anhänger hast du um den Hals. Ne? Jetzt wissen wir nämlich, wer es reingebracht hat. Jetzt wissen wir, ich habe die ganze Zeit gerätselt, wer hat mir das eingedroschen. Und jetzt, wie das gerade so rausgeschossen kam, ist es mir wieder klar. Chris, was? HB80. Anhängerwagen. Der Bur, der einzige. Der one and only. Du hängst ihn ja an. So, und weißt du, was ich für YouTube-Kommentare abbekommen habe? Die Bauern sagen Hänger, die haben gar keine Zeit, Anhänger zu sagen. Echt, das hat jemand gesagt? Ja. Das Argument ist mir gar nicht eingefallen. Geil. Weil die Bauern haben keine Zeit mehr. Da sagt niemand Anhänger. Ja, okay. Das ist ein Argument. Das H für HB80 steht für Hänger. Ja. Oh. HW80 Hänger. Ja, aber ja, das ist ein Hänger. Aber das Gerät hängst du an. Also ein Anhänger. Ja, das ist ja dann so. Quasi das, was du tust. Und jetzt will ich auch wirklich gar nichts mehr hören. Nee, das geht natürlich sowohl als auch. Aber mir wurde es eingetroschen. Wie mir wurde damals eingetroschen, das Gleiche und dasselbe. Ja? Da kriege ich auch die Krise heutzutage, wenn das jemand falsch macht.
Erklär mal, ich habe das bis heute noch nicht verstanden. Das habe ich schon x-mal hier erklärt. Nee, ich habe die Uhr aufgemalt, ich habe das mit dem gleichen und denselben erklärt. Nein, mit der Uhr, das habe ich auch verstanden. Ich habe eben schon gesagt, es ist 10:45. Also das hat ja auch gepasst. Öffnen wir die Büchse des der Pandora und sagen, ist es Sinn machen oder Sinn ergeben? Ha! Frage. So, ich bin raus. Beides. Frage. Ja, schon wieder? Ja, was denn? Ist gedroschen die Vergangenheitsform von dreschen? Hat gedroschen gehabt. Kann ich dann was zum Abfahren gehabt haben täten? Grüß dir! Das erinnert mich gerade an eine Diskussion bei Big Bang Theory. Welche? Da ging das auch um diese Vergangenheitsform. Von zurück in die Zukunft. Ja, war das nicht das mit dem Board hier, mit dem Paddleboard, wo er da irgendwie seine Vorbereitung... Ja, ich meine, ja, genau. Ja. Hat gehabt. Ist auch scheißegal. Irgendwie sowas. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Aber jetzt nochmal ernsthaft, erklär nochmal mit, was sie dir da eingedroschen haben. Mit, wie war das? Das Gleiche und dasselbe? Ja, das Gleiche und dasselbe. Ich kann das gerne erklären, wenn du das gerne erklärt haben. Also ja. Ich erkläre das immer an einem Kuchen. Man stelle sich vor, man hat einen Kuchen. Mhm. Hier wird überhaupt nicht gelacht. Es gibt wirklich hin. Nein, man stelle sich vor. Das war schon so Lehrbuch. Ja, okay. Moment, dann komm mal her, hör dir mal den Onkel Felix an. Ist doch richtig so. Jetzt sei mal still, lass den Onkel mal reden. Meine Herren. So, ich mach sogar die Musik mal kurz. So, man stelle sich vor, man hat einen Kuchen. Den Kuchen schneidest du in der Mitte auseinander. Dann nimmst du das linke Stück und das rechte Stück. Dann ist das rechte Stück vom gleichen Kuchen, vom selben Kuchen. Vom selben. Ne? Weil du hast in der Mitte durchgeschnitten, es ist derselbe Kuchen. Hast du jetzt zwei dieser Kuchen und nimmst ein Stück vom linken und ein Stück vom rechten, dann ist es der gleiche, aber nicht derselbe. Auch schlecht erklärt. Ich glaube, die Erklärung hatten wir schon mal und ich habe es dann, glaube ich, auch nochmal versucht. Kann das sein? Ich habe es nicht verstanden. Wie kann man denn das jetzt, was ist denn da schlecht erklärt? Also das. Ich will denselben Anhänger wie vorher haben. Ja, das wäre korrekt. Ja, dann bring. Geht nicht, ich. Chapeau. Ja. Aber es ruppt dir die Kabel aus dem Salat, echter Typ. Scheiße, haben wir den Viking gar nicht drauf? Kann das sein? Okay. Ja, das kann sein. Oh ne! Bin ich jetzt umsonst hierher gefahren? Ja. Doch, wir haben drauf. Nee, mit der Kuchenerklärung war, dass ich halt an Kuchen gedacht habe. Als ich Kuchen gesagt habe, war aus, mein Kopf, ne? Aus. Na, deswegen, gut, verstehe, da war Schluss. Ja, aber ich habe das nicht verstanden, warum denn von zwei Kuchen? Wieso ist das denn von zwei Kuchen auf einmal das Gleiche? Weil du dasselbe Stück, du hast einen Kuchen und schneidest zwei Stücken raus. Dann sind die beiden Stücken vom selben Kuchen, weil die ja aus diesem Leib geschnitten wurden. Hast du aber einen identischen Kuchen gekauft, ne, der nur genauso aussieht, ist es aber nicht derselbe wie der andere, sondern der gleiche, weil er genauso aussieht, aber nicht vom selben Leib ist. Naja, du könntest auch sagen... Ich glaube, deine Erklärung war sogar besser, Tobi. Du könntest auch sagen, du trägst den gleichen Pullover wie Felix. Mhm. Dann habt ihr also beide den gleichen gekauft. Du einen und du einen. Du kannst aber nicht denselben tragen, weil dann müsstest du den tragen, den Felix trägt. Aber ich hab's jetzt verstanden. Ich klär euch... Jetzt hab ich's auch. Jetzt hab ich's auch. Tobi hat's geschafft. Ja. Wenn ich den gleichen LKW nehme wie vorher zum Abbunkern, dann hat der Felix dasselbe Problem wie vorher. Ich äußere mich hier nicht mehr weiter. Das ist wild, aber ja. Gar keinen Bock drauf. Okay. Gar keinen Bock mehr hier. Korrekt? Ich weiß nicht, ja, ob ich zu. Auf jeden Fall, doch. Ich höre nicht zu. Felix. 8 von 9 Leuten finden das völlig okay, was gerade abgeht. Das stimmt. Das stimmt. Der Moderator sagt ja. Wunderbar, schön bei euch, schön. Ja, definitiv. Schön. Ich fände allerdings, dass wir für künftige Zusammenarbeiten ja definitiv mal
Eine Knigge erstellen, oder? Nee, eine Knigge, nee, das meine ich gar nicht, sondern hier Phrasenschwein aufstellen für Chris. Oh ja, bitte. Bitte. Also, wo du einzahlst dann. Ach so, nee, dann nicht. Den Spruch, den du hier drückst. Nee, dann nicht. Für Kramer im Übrigen dann gleich noch hinterher. Nee, das ist keine gute Idee. Findest du? Das ist ganz gut. Kommst du denn jetzt mit diesem Viking-Ding da irgendwann auch wieder, oder? Ja. Oh, Alter. Der ist zu BGA gefahren. Ja, aber wir haben schon nach 11. Das stimmt doch gar nicht. In welcher Zeitzone lebst du denn? Oh, das ist ja schon... So ausgewandert. Ja, wirklich schon 11. Das ist 59. Mitteleuropäisch. 59, genau. Ich bring das Ding noch schnell an. Wo soll ich denn eigentlich mit dem Gespann hier hin? Pack dich irgendwo weg. Pack dich irgendwo weg. Ja, am Hof. Nee, ich bin jetzt schon auf dem Weg zum Feld. Ach so. Ist der Ladewagen gemietet oder gekauft? Nee, der ist gekauft. Der gehört an uns. Der Pfosten stand da nicht. Ich hab mich gerade echt gefragt, was passiert. Aber alles gut, die sind ja flexibel. Ja, ich bin halt ein Donor und stell das Gespann halt an Feldrand hinweg da, ne? Sven Heiliger, und warum sagt man, es gleicht sich und nicht es selbst sich? Na, weil es sich gleicht und nicht selbst. Es kann nicht dasselbe sein. Eben, das kann sich ja nur ähneln, also gleichen. Scheiße normal hier. So, warte mal. Also warte, warum darf man dann Sinn machen sagen, wenn sich Sinn nur ergeben kann? Das sagt man ja auch nicht. Ja. Doch, steht im Duden, darfst du sagen. Boah, ey. Der Duden. Der Duden hat mir zu meiner Schulzeit auch jedes Jahr was anderes erzählt. Jungs, nie lang schnacken, Kopf in Nacken. Ja, super. Ja, so ist das, ne? Das hat zumindest zur Matheprüfung geholfen. Na? Den Duden hatte ich sogar in mein erstes Auto schon eingebaut. Oh, ne, die Sprüche, ich schalte heute nicht mehr aus. Was kommt jetzt? Ich hätte jetzt noch was, aber ich sag das besser nicht, solange du noch streamst. Danke. So, ihr Lieben, die 9 ist runter. Das ist schön. Jawohl. Die 31 ist noch fertig geschwommen. Also ich fahre jetzt das Murmeltier wieder zurück zum Donauhof, ne? Ja. Das ist right? Ja, das ist right, yes. Oh, mega leck. Habt ihr den auch? Oh ja. Yeah, oh. Er ist wieder da. Geht weiter. Ah, gespeichert. Diese Schweiß... Leck mich am Arsch, ja. Genau. Leck mich im Arsch. Ja, genau. Was sind denn das für Wörter hier? Das sind die Kollegen, das ist ein schlechter Einfluss. Kammseife, Mund auswaschen. Ja. So, ich habe an der Wiese jetzt einfach mal geparkt, ne? Mhm. Du machst mal. Schönes Gespann. Hat Spaß gemacht. Wo kommt denn hier mal die Abzweigung? Hör mal. Ich mach mal den John Deere einfach mal aus, ne? Danke. Der lief ja noch. Der lief doch nicht mehr. Ja, nicht, dass nachher der Tank leer ist. Nee. Ach, Dirk, denn hier so laut? Oh, wild. Wie sind denn die Verkehrszeichen hier gesetzt? Was ist das denn? Hier steht vor der nach der Kreuzung das Verkehrszeichen. Das ist ja eine miese Kiste. Warum ist meine Tür offen? Einfach vorbeigefahren, Leute. Ah, ja, komm mal mit, bitte. Siehst du das Verkehrszeichen und siehst du, wo das steht? Hier, das Verkehrszeichen jetzt hier zu meiner Linken. Ja. Das steht hinter der Straße. Ich erwarte das. Das ist in Münsterland so. Hä? Ja, aber dann weiß ich doch gar nicht, wann ich abbiegen soll. Das ist doch Quatsch hier. Oh, Alter, bist du am Schaukeln. Ja, na, das ist. Ja, ja. Alter, bist du am Rennen? So, ich bin fast wieder am Hof. Schätze ich zumindest. Jetzt war es einfach nur noch runterfahren, ne? Ja, bis zum Zaun und dann rechts. Das ist STVO-konform, außer uns stehen die immer noch ernsthaft. Ich komme selten aus der Stadt raus. Das merkt man. Aber ich weiß doch, aber ja, okay. Naja, gut.
Geradeaus weiter. Ja, wusste ich. Ja, meine Herren, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Immer, Chris, ja, immer. Gerne wieder. Oh. Dienstag und Donnerstag sind wir am Schlüssel. Ja, mal schauen. Genau. Dienstag und Donnerstag kommen wir sich. Und Hilfe brauchen wir immer. Ja, und an das ganze Team vielen Dank für die ganzen Glückwünsche gestern. Ja, zu Recht. Ja, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, ich sag dann schon mal schönen Dank an die fleißigen Helfer. Ja, danke für die Einladung. Und euch allen noch einen schönen Abend. Und tschüssi, Dobi. Schönes Wochenende. Tschüss auf Jagra Place. Tschüssi, Dobi. Mach's gut, Tobi. Tschüssi, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Chris. Ich bin gleich da. Ciao. Wo muss ich abbiegen, wenn es nicht mehr geht, oder was? Nee, wenn der Zaun unten zur linken ist. Wenn es nicht mehr geht, dann muss ich da so ein bisschen was einprägen. Aha. Die Strecke bin ich heute noch nicht gefahren. Hier kommt jetzt quasi der Zaun zu meiner Linken, ist das korrekt? Nee, ich muss hier rum. Also, das ist ja... Was ist das für eine rechts. Map? Schau doch bitte einmal in die... Da musst du rechts an der Kreuzung. Ja, ja. Wo der Zaun. Ja, genau. Ja. Wie ist denn das? Muss ich hier was waschen? Soll ich es einfach abstellen? Oder wie ist nee, ja, mal? Es gibt... Ja, schau mal hin. Also nicht mich, ich meine den Traktor. Ja. Wie lange wasche ich das jetzt? Nee, ich weiß nicht. Nee, jetzt zu spät, mach ich es, du? Ist ja auch. Du heute Morgen schon kratzen? Nee, bei mir ging es noch mit Waschen weg. Anders geil. Aber der ist nicht schlecht, der ist, ja. Warte mal, jetzt will ich einmal noch rückwärts da ansetzen. Oder hast du jetzt schon alles plan gemacht? Ja, nun komm. Ich, mein Gott, ey. Ja, Bruder, das ist eine riesengroße Karte. Was soll ich denn machen? Mach Navi an. Ich nicht verformt. Zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Oh, da ist er. Er kommt. Na. Ich weiß. Landerzoom wird nicht für Konsolen kommen, Freunde. Schwierig. Das ist auch gerade Hauptthema bei uns, Konsole. Ja? Ja. Naja klar, Konsole ist, ich kann das nachvollziehen, das ist ein Riesenthema. Also gerade so die TikTok-Community, das ist jede zweite Nachricht. Wahnsinn. Ja. Wir würden ja, aber es geht halt einfach nicht. Ja. Langsam fahren. Oh, das wurde so jetzt so schnell. Ja. Das hatte ich vorhin auch das Problem. Das ist ja merkwürdig. Ja. Hat Chris noch gesagt. Wieso macht er das denn? Ja. Wie viel haben wir denn hier eigentlich im Silo? 84, nee, was? 840. 840.000, ey. 849. Das ist ja bloß an anderthalb Wiese, ne? Also. Ja. Ja gut, wir werden es aber halt auch benötigen, ne? Ja, das werden wir dann sehen. Also ich finde, dafür ist das Ding hier schon ganz geil eigentlich. So zum Ebenen und so. Also wenn du hier so eine Erhebungen hast. Ja, finde ich das nicht schlecht. Und hier hydraulisch, ne? Und dies, das, also... Etwas. Aber trotzdem ist die Kante jetzt auch nicht besser geworden hier. Ja, er muss schon ein bisschen mehr dran arbeiten noch. Das ist, ne? Ja, ja. Mach jetzt aber auch Feierabend, ne? Auf jeden. Jo.
Kann ein Foto gemacht? Ich habe natürlich überhaupt kein Foto heute wieder gemacht. Ich habe ein gutes gemacht. Aber das mache ich auch noch. Nochmal einen Blick auf Silo hier. Naja, das wird schon heavy, ne? Anderthalb Wiese. Oh ja, das ist ein schönes Bild, Antrim. Wieso? Guck mal, das ist doch gut geebnet, der Hubbel, der da war. Es geht doch um die Kante hier an der Seite. Naja, was soll man machen? Wie kriegt man die denn weg? Ich habe immer das, mich beschleicht das Gefühl, ja, dass wir die gar nicht wegbekommen. Na klar. Ja? Natürlich. Ja, da müssen wir noch ein Schiebeschild holen. Da müssen wir halt richtig schieben. Steht da, Tropfen höhlt den Stein. Naja, gut, in diesem Sinne werde ich definitiv jetzt mal... Immer fahren, dann wird das auch. Mhm, vorwärts immer, rückwärts nimmer. So, ungefähr. Aber fast 1 Million, ne? Jo. Ja. Oh, Junge. So. Ja, dann schauen wir mal eben flott, wo wir noch hin raiden können. Tomb Raider? Habt ihr das bei Twitch wieder umgestellt? Oh, ist das nervig. Ja. Aber hier, guck mal, jetzt kann man das doch ganz gut sehen. Guck, der eine Kuhstall ist fast wieder leer. Ja, und das ist der mit dem Grazing? Ja, ist ein bisschen mehr noch drin. Okay. So. Jetzt von den 4 Stunden Ingame ist der fast leer. Headtracker, ja. Sim-Dashboard plus Sim-Rig. Das klingt vernünftig. Da gehe ich hin. Chris, warst du heute eigentlich live? Ich war nicht live. Ich war... Ich wollte genießen. Gut genießen. Gern. So, wir gehen heute zum Duke 8992. Keine Ahnung, wer das ist. Aber das sieht sehr vernünftig eigentlich aus. Freunde, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke nochmal auch an die fleißigen Helferlein der Sprücheklopfschmiede. Gern wieder. Sehr gerne wieder. Mhm. Und Werkstattschmiede. Ja. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Vergesst Sonntag das Video nicht. 12 Uhr. Ne? Bestandsaufnahme im Büro. Und wir sehen uns so sehr, wenn ihr mögt. Ich bin der deutschen Sprache heute nicht mehr. Es war einfach viel zu anstrengend, der Stream heute auf allen Ebenen. Sehen wir uns am Dienstag wieder, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Duke und macht's gut. Tschüssi! Ciao, ciao. Ciao.